Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Diesen Satz aus dem Credo der Assassinen wird wohl jeder kennen, der auf dieses Video geklickt hat. Die Videospielreihe Assassin's Creed von Ubisoft ist die wichtigste Marke für den französischen Publisher. Seit 2007 können Gamer den Kampf zwischen Templern und Assassinen mitverfolgen. Durch verschiedenste Zeitepochen und Protagonisten brachte Ubisoft zumindest einige von uns dazu, im nächsten Geschichtsunterricht in der Schule nicht sofort einzuschlafen. Also Grund genug für mich, um einmal zurückzublicken, wie die Assassin's Creed-Reihe entstanden ist, was sie mit Prince of Persia zu tun hat, wer sie erfunden hat, wie die Entwicklung verlief und wer die Assassinen in der echten Welt eigentlich waren. Das ist die Geschichte von Assassin's Creed. Wenn wir über die Assassin's Creed-Reihe reden wollen, müssen wir natürlich ganz vorne anfangen. Allerdings nicht mit dem Jahr 2007, als der erste Teil auf den Markt kam, sondern im Jahr 1997. In diesem Jahr wurde nämlich Ubisoft Montreal eröffnet, das Entwicklerstudio, das Assassin's Creed erfinden sollte. In den ersten Jahren konnte Ubisoft Montreal keine wirklich großen Erfolge feiern und die meisten Spiele, die entwickelt wurden, sind mittlerweile in Vergessenheit geraten. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Jump'n'Run-Spiel Tonic Trouble, das heutzutage wohl kaum jemandem ein Begriff sein wird. Falls doch, schreibt's gerne in die Kommentare. Der Durchbruch gelang dem Studio erst im Jahr 2002 mit dem Spiel Splinter Cell. Doch schon das Jahr 2001 sollte für das Studio wegweisend werden. Denn während 2001 Splinter Cell in der Entwicklung war, kaufte Ubisoft die Rechte an der Videospielmarke Prince of Persia. Ubisoft wollte aus dem ehemaligen Side-Scroller ein Actionspiel machen und übergab diese Aufgabe an Ubisoft Montreal. Die Leitung für das Reboot übernahmen die beiden Entwickler Patrice Desilets und Yannis Mallard. Gemeinsam mit nur einer Handvoll Mitarbeitern entwickelten sie eine neue Interpretation des Klassikers. 2003 wurde das Spiel für Konsolen und den PC veröffentlicht und konnte sowohl Kritiker als auch Spieler überzeugen. Bis heute konnte sich das Spiel über 14 Millionen Mal verkaufen. An diesen Erfolg wollte Ubisoft natürlich so schnell wie möglich anschließen. Patrice Desilets sollte eine Fortsetzung zu Prince of Persia Sands of Time entwickeln. Das sollte aber nicht passieren, denn aus diesem Projekt entwickelte sich Assassin's Creed. Patrice Desilets freute sich zwar, dass er nun die volle Verantwortung für ein Spiel übernehmen sollte, erzählte in einem Interview mit dem Edge-Magazin aber, dass er sich extrem schwer damit tat, herauszufinden, wie er die IP weiter ausbauen sollte. Sein Problem war der Prinz als Hauptcharakter, denn für ihn war ein Charakter, der nur auf seine Krönung wartet, zu stark eingeschränkt. Während der Konzeptphase zu dem Spiel im Jahr 2004 erinnerte sich Desilets an seine Zeit an der Universität zurück, denn während seiner Ausbildung las er das Buch A History of Secret Societies des Autors Archon Daral. Der Assassinenorden war einer der Geheimorganisationen, die im Buch behandelt wurden. Zu dem Assassinenorden gibt es Unmengen Dokumentationen, die man auch auf YouTube schauen kann, die oft mehrere Stunden gehen. Hier fasse ich das Ganze mal etwas kürzer zusammen. Gegründet wurde der Assassinenorden vom Missionar Hassan Isabar im Jahr 1090. Der Orden war unter anderem auch unter dem Namen Hashashiyun bekannt. Aus diesem arabischen Wort wurde die heutige Bezeichnung Assassinen. Und ja, der Orden war unter anderem auch für Attentate bekannt. Als Hassan Isabar die Assassinen gründete, galt er in Bezug auf den islamischen Glauben als Abtrünniger und die Assassinen waren eine Art Sekte. Der Satz "Nichts ist wahr, alles ist erlaubt" stammt laut geschichtlichen Dokumenten tatsächlich von ihm und wurde nicht von den Videospielentwicklern erfunden. Angeblich sagte er diesen Satz, während er im Sterben lag. Damit das Video hier keine Geschichtsstunde wird, belasse ich es aber mal dabei. Wenn euch das Thema interessiert, in der Beschreibung verlinke ich euch ein paar Videos zu dem Thema. Diesen Orden fand Patrice Desilets äußerst interessant, also entschied er sich, dass er ihn mit der Prince of Persia Reihe verknüpfen will. Der Name des Spin-offs sollte Prince of Persia Assassins werden. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Entwicklern erstellte man einen Prototypen. Die Geschichte sollte im 12. Jahrhundert im Mittleren Osten spielen und der Spieler hätte die Rolle eines Assassinen eingenommen, der einen jungen persischen Prinzen eskortiert und beschützt. Zu dieser Zeit wurde der Multiplayer-Aspekt in Videospielen immer wichtiger und die Entwickler planten einen Koop-Modus zu integrieren, der in Prototypen auch entwickelt wurde. Aufnahmen von den Prototypen könnt ihr gerade sehen. Laut Patrice Desilets merkte man durch den Prototypen, dass man sich schon viel zu weit von der Prince of Persia IP entfernt hatte. Ubisoft stampfte das Projekt aber nicht ein, sondern gab die Erlaubnis, eine neue IP damit zu erschaffen. Ubisoft plante zu dieser Zeit, dass man sowohl für die alten Konsolengenerationen, sprich die PlayStation 2 und die Xbox, als auch für die neue Konsolengeneration, sprich PlayStation 3 und Xbox 360, ein Spiel entwickelt. In der PlayStation 2 Version hätte man einen Assassinen auf Zypern gespielt,
Dieses Projekt wurde aber nicht weiter verfolgt. Aus dieser Version entstand später dafür aber der PSP-Ableger Assassin's Creed Bloodlines. Dazu aber später mehr. Durch die neuen Möglichkeiten, die die neue Konsolengeneration brachte, entschied man sich, den linearen Ablauf, wie man ihn aus Prince of Persia kannte, nicht weiter zu verfolgen, sondern auf eine größere Welt zu setzen. Diese Entscheidung wurde getroffen, kurz nachdem Jade Raymond dem Entwicklerteam als Produzentin beigetreten ist. Die gilt gemeinsam mit Patrice Désilets als Erfinderin von Assassin's Creed. Zu dieser Zeit war trotz der offenen Welt noch immer ein Splitscreen-Modus geplant, um das Spiel zu zweit spielen zu können. Am Ende musste man diese Idee aber aufgeben, da der Koop-Modus zu viel Leistung brauchte und die große Anzahl an NPCs in den Städten so nicht möglich gewesen wäre. Die ersten 2 Jahre waren laut Désilets das schwierigste an der Entwicklung, da man eine völlig neue IP erschaffen und eine neue Spiele-Engine entwickeln musste. Was die Story des Spiels angeht, erzählte Désilets, dass man versucht hat, dass sich das Spiel um einen Kulturkampf dreht, in dem es kein Gut oder Böse gibt, sondern nur verschiedene Ansichten. Aus diesem Grund wählte man den dritten Kreuzzug als Schauplatz aus, da der moralisch zweideutige Konflikt gut zu den Themen Macht und Freiheit passte, die man in dem Spiel behandeln wollte. Das Ziel der Entwickler waren vor allem 2 Dinge, zum einen große Menschenmengen und zum anderen Freiheit für den Spieler. Ersteres, also die Menschenmengen, wurden nur durch die neue Hardware möglich. Zum Vergleich, die PlayStation 2 konnte maximal 6 bis 7 Charaktere gleichzeitig auf den Bildschirm bringen. Das erkennt man zum Beispiel am Prince of Persia Sands of Time, das für die PlayStation 2 entwickelt wurde. Hier sind nie mehr als 7 Charaktere auf einmal zu sehen. Diese Begrenzungen fielen durch die Leistung der PlayStation 3 weg. Hier war es möglich, Dutzende von NPCs gleichzeitig darzustellen. Das war den Entwicklern enorm wichtig, denn die großen Menschenmengen waren nicht einfach ein Marketing-Gag, sondern beeinflussten das Gameplay, da der Hauptcharakter Alter Ir mit Menschenmengen verschmelzen konnte, um unentdeckt zu bleiben. Großen Anteil daran, dass das möglich war, hatte die Unreal Engine, die von Ubisoft zu diesem Zeitpunkt entwickelt wurde. Die Engine hatte damals aber noch den Namen Scimitar Engine. Die Engine bekommt bis heute neue Nachfolger und wird für die Assassin's Creed Spiele verwendet. Auch das zweite Ziel der Entwickler, so viel Freiheit wie möglich für den Spieler zu erschaffen, wurde vor allem durch die Engine ermöglicht. Dass Altair nämlich so gut wie jedes Gebäude erklimmen konnte, war durch diese Engine um einiges einfacher zu verwirklichen. Die Möglichkeit überall hochzuklettern beeinflusste stark die verschiedenen Strategien, wie der Spieler seine Attentate ausführen kann. Auch die Möglichkeit, dass man Altair während der Zwischensequenzen und Gesprächen steuern und bewegen kann, wurde deshalb ermöglicht, um dem Spieler mehr Freiheit zu geben, um dafür zu sorgen, dass der Spieler besser in die Rolle von Altair schlüpfen kann. Ein anderer wichtiger Punkt für die Entwickler war es, dass man sich so nah wie möglich an die historischen Aspekte hält. Das war aber nicht so einfach. Städte und Landstriche konnten durch geschichtliche Aufzeichnungen ziemlich detailgetreu nachgebildet werden. Aber die Quellenlage zum dritten Kreuzzug hatte viele Lücken, die man mit künstlerischer Freiheit selbst füllen musste. Das war aber auch wegen der technischen Einschränkungen notwendig. Die Schlacht von Arsef zum Beispiel, die im Spiel vorkommt, hatte in echt ca. 20.000 Soldaten und Kämpfer. Das im Spiel darzustellen war unmöglich. Andere historische Fehler entstanden auch dadurch, dass die Entwickler Dichter als Quellen verwendeten. Die haben aber öfter mal etwas übertrieben und Dinge ausgeschmückt. Ein Beispiel dafür ist der Auftritt von Richard Löwenherz. Was der in echt dort genau getan hat, weiß man nicht so genau. Also nahm die Entwickler ein Gedicht, das seine Taten im Kreuzzug wohl etwas ausgeschmückt hat. Sich auf Dichter zu beziehen, war wie vorhin schon erwähnt aufgrund der Lücken in den Aufzeichnungen aber auch notwendig. Am Ende kam nichtsdestotrotz ein glaubwürdiges Kreuzzugerlebnis für den Spieler heraus, indem man als Assassine das Ziel hat, 9 Templer zu töten. Diesen geschichtlichen Aspekt und den Mythos rund um die Assassinen nutzte Ubisoft ziemlich klug für das Marketing. Was man allerdings nicht wirklich in der Vorberichterstattung erwähnte, war der Science-Fiction-Aspekt, der durch Desmond Miles und die Gegenwart-Story im Spiel enthalten war. Das lag aber nicht an den Entwicklern. Jade Raymond erzählte dem Guardian in einem Interview, dass man keinen Einfluss auf das Marketing hatte. Denn obwohl die Entwickler die Gegenwart-Story schon in den Trailern ankündigen wollten, entschied sich das Marketing-Team von Ubisoft dagegen. Ubisoft hatte dafür aber wohl gerechtfertigte Gründe, denn beim Release stellte sich heraus, dass Kritiker und viele Spieler mit der Gegenwart-Story nicht wirklich etwas anfangen konnten. Da gehöre ich übrigens nicht dazu, ich mochte den Handlungsstrang in der Gegenwart eigentlich immer ganz gerne. Damit gehöre ich aber zu einer Minderheit. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Handlungsbogen in der Gegenwart steht, würde mich echt interessieren. Das war aber nicht der einzige Kritikpunkt an Assassin's Creed, nachdem es veröffentlicht wurde. Der Missionsablauf, in dem man Hinweise beschaffen muss, um das Attentatsziel zu finden, wird ab der Hälfte des Spiels ziemlich repetitiv und in der Open World, die zwar durchaus schön anzusehen war, gab es so gut wie nichts zu entdecken. Trotzdem wurde das Spiel von den meisten ziemlich gelobt, vor allem wegen der zur damaligen Zeit beeindruckenden Freiheit, die der Spieler hatte, dadurch die Kletterfähigkeiten so gut wie jede Stelle der Open World betretbar war. Auch die Handlung, abgesehen von der Gegenwart-Story, wurde von vielen als durchaus gelungen angesehen.
Die Verkaufszahlen waren mit über 10 Millionen verkauften Einheiten für eine neue IP durchaus beachtenswert. Was noch kommen würde, ahnten die Entwickler und Ubisoft aber wahrscheinlich noch nicht, denn mit dem Nachfolger sollte Assassin's Creed völlig neue Höhen erreichen. Übrigens werde ich demnächst mal wieder in den ersten Teil von Assassin's Creed reinschauen, weil es mich interessiert, wie das Ganze eigentlich so gealtert ist. Schaut also gerne mal bei meinem Twitch-Kanal vorbei, da werde ich in den nächsten Tagen mal streamen, Link ist in der Beschreibung. Bevor wir zu Assassin's Creed 2 kommen, müssen wir uns aber noch zwei andere Spiele ansehen. Und zwar Assassin's Creed Alte Jus Chroniken und Assassin's Creed Bloodlines. Während der Nachfolger von Assassin's Creed entwickelt wurde, arbeitete das Studio Cryptonite Games an einem Spin-Off für die PSP von Sony. Parallel entwickelte Gameloft Bukarest ein Spin-Off für den Nintendo DS. Assassin's Creed Alte Jus Chronicles, das in Bukarest entwickelt wurde, spielte wieder Hauptteil während des dritten Kreuzzugs und verwendete Alte Jus als Hauptcharakter. Die Geschichte spielt aber circa ein Jahr vor Assassin's Creed. Anders als das Hauptspiel war Alte Jus Chronicles kein Open-World-Game, sondern spielte in abgesteckten Arealen. Trotz dieser Einschränkung kam das Spiel aber ganz gut an. Und jetzt zum PSP-Ableger. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wurden für Bloodlines einige Ideen genutzt, die aus der nicht erschienenen PlayStation 2-Version stammten. Wie in den Prototypen für die Sony-Konsole spielte das Spiel in Zypern. Was die Geschichte angeht, schließt Bloodlines direkt an Assassin's Creed an und zeigt uns, wer Altair nach den Ereignissen im ersten Teil die restlichen Templer jagt. Zum anderen beleuchtet das Spiel, wie Altair seine Frau Maria kennen und lieben lernt, obwohl sie eigentlich eine Templerin ist. Das Spiel wurde nur gemischt aufgenommen und bekam nur durchschnittliche Kritiken, da vor allem die Kämpfe auf Dauer ermüdend wurden. Positiv hervorgehoben wurde die Grafik, die für eine Handheld-Konsole durchaus beeindruckend war. All diese Spiele waren aber nur der Anfang. Mit dem nächsten Teil sollte Assassin's Creed eine der wichtigsten Reihen für Ubisoft werden. Nach dem großen Erfolg des ersten Teils war relativ schnell klar, dass Ubisoft einen Nachfolger zu Assassin's Creed auf den Markt bringen will. Was einleuchtend ist, immerhin geht es um Ubisoft Montreal hatte dabei den Vorteil, dass man schon während der Entwicklung des ersten Teils darüber nachdachte, wie man die Geschichte weiterführen könnte. In der Videospielbranche machten Gerüchte die Runde, dass der nächste Teil im feudalen Japan oder während der Französischen Revolution spielen soll. Die Entwickler hatten aber andere Pläne. Nein, doch. Im Januar 2008 entschieden die Entwickler, dass das nächste Assassin's Creed während der italienischen Renaissance spielen wird. Patrice Desilly erklärte, dass man sich deshalb dafür entschieden hat, weil für ihn die italienische Renaissance zu den interessantesten Zeitepochen gehört. Und jetzt mal wieder eine kurze Geschichtsstunde. Das ist doch langweilig! Ihr seid allesamt Langweiler! Keine Sorge, ich halte mich kurz. Die italienische Renaissance erstreckte sich vom 15. bis zum 16. Jahrhundert. Es gibt aber auch die Meinung, dass sie vom 14. bis zum 17. Jahrhundert angedauert hat. Die Zeit gilt als Übergang vom Mittelalter zur Moderne und war bekannt für die Weiterentwicklung von Wissenschaft, Kunst und Musik. Großen Einfluss während der Renaissance hatte die Stadt Florenz, die durch ihre Bankgeschäfte in der Zeit so gut wie überall ziemlich viel Macht hatte. Früher war es also wie heute, derjenige mit viel Kohle entscheidet. Ubisoft Montreal entschied sich also den Charakter Alter Jahr aufzugeben und schrieb mit Ezio Auditore da Firenze, einen der ikonischsten Videospielcharaktere aller Zeiten. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Im Making-of zum Spiel wird erklärt, dass die Geschichte von Ezio, der den Großteil seiner Familie durch einen Verrat verliert, durch die Zeitepoche vergünstigt wurde. Denn während der Renaissance standen politische Intrigen, Gewalt, Dramen und Morde an der Tagesordnung. Die Renaissance war also quasi wie Game of Thrones, nur ohne Drachen. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen! Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben! Ich schwöre, wir werden! Vater! Assassin's Creed 2 spielt während dem Höhepunkt der Renaissance zwischen den Jahren 1476 und 1499. Das hatte gleich zwei Vorteile. Zum einen konnte der Spieler mehr von Ezios Leben sehen, da das Spiel mehrere Jahrzehnte abdeckte. Das ist einer der Gründe, warum Ezio vielen Spielern ans Herz wuchs. Der andere Vorteil war, dass in den 23 Jahren einige der wegweisendsten Ereignisse der Renaissance stattfanden. Das begünstigte das abwechslungsreiche Missionsdesign. Denn Ubisoft Montreal beschloss nach der Kritik am ersten Teil, der wegen des repetitiven Verlaufs kritisiert wurde, dass man etwas ändern muss. Der erste Teil verlief fast ständig gleich, starte die Untersuchung, befrage Informanten, töte das Ziel. Die Struktur wiederholte sich immer wieder, im zweiten Teil wurde das geändert und Ubisoft Montreal entwickelte dutzende abwechslungsreiche Missionstypen, die nicht immer in einem Attentat endeten. Sie erstreckten sich über narrative Missionen, die Geschichte und Charaktere vertieften, über Kletterrätsel und geheime Gräben.
Der Leiter der Level-Designer Christopher Weiler erklärte, dass die Missionen den Zweck hatten, für jeden Spielertypen etwas bieten zu können. Ubisoft Montreal entwickelte aber nicht nur das Level-Design weiter, sondern auch die Unreal Engine. Eine der größten Änderungen war zum Beispiel die Weiterentwicklung des Beleuchtungssystems. Dadurch gab es anders als im ersten Teil einen Tag-Nacht-Zyklus. Die zweite große Entwicklung war die KI-Technologie. Durch die verbesserte Engine konnte Ubisoft Montreal mehr unterschiedlicher Gegner ins Spiel bringen. Ebenfalls verbessert wurde die Interaktion mit Menschenmengen. Waren die im ersten Teil eher noch ein Hindernis, wenn man versuchte zu entkommen, hatte der zweite Teil mehr Möglichkeiten, um während einer Flucht in der Menge unterzutauchen. Ein anderer wichtiger Punkt, den die Entwickler und vor allem Patrice Desilets verbessern wollten, waren die Gegenwartsabschnitte. Am ersten Teil wurde kritisiert, dass man mit Desmond nicht mehr macht, als herumzulaufen und mit Leuten zu reden. Aus diesem Grund wurde der Sicker-Effekt ins Spiel gebracht. Dadurch lernte Desmond die Bewegungen eines Assassinen, während er die Erinnerung erlebte. Das ergab einige Abschnitte in der Gegenwart, in denen man mit Desmond Kletterpassagen erledigen musste. Die Entwicklung lief aber nicht problemlos, wie Desilets in einem Interview erzählte. Der Beginn der Entwicklung verlief ziemlich reibungslos. 2009, ein paar Monate vor dem Release, wurde die Befürchtung laut, dass man den Release-Termin im November 2009 nicht einhalten kann. Ubisoft bestand aber auf diesen Termin. Dass die Entwickler dafür heftig crunchen mussten, war damals leider noch egal. Heute bekämen sie dafür zu Recht einen ziemlichen Shitstorm ab. Das Problem war, dass man erkannte, dass der Umfang und die Anzahl an Nebenaktivitäten zu gering war. Um schnell mehr Inhalt bieten zu können, überlegten die Entwickler, welche Nebenmissionen man ins Spiel eingliedern könnte, die nicht in der Hauptwelt stattfinden, da die schneller zu entwickeln waren. Nur dadurch kamen die beliebten Assassinengräber ins Spiel, in denen man in bekannten Sehenswürdigkeiten Rätsel und Kletterpassagen lösen musste. Die Arbeit daran wurde aber aus Zeitgründen an das Studio Ubisoft Singapur übergeben, die diesen Inhalt in einem Rekordtempo entwickelten. Obwohl man also einige Dinge lösen konnte, musste man trotzdem einige Inhalte und unfertige Ideen aus dem Spiel nehmen, um den Release einhalten zu können. Große Teile davon wurden in der Erweiterung Schlacht um Forli wiederverwendet, die einige Monate nach Release nachgeliefert wurde. Die gröbsten Probleme konnten die Entwickler im September und Oktober lösen, was durchaus beachtlich war, denn die Version vom August 2009 hatte zum Beispiel noch nicht mal eine Speicherfunktion. Im November 2009 kam Assassin's Creed 2 für die PlayStation 3 und die Xbox 360 auf den Markt. Die PC-Version folgte im März 2010. Trotz der zwischendurch schwierigen Entwicklung schlug Assassin's Creed 2 ein wie eine Bombe. Innerhalb einer Woche konnte sich das Spiel 1,5 Millionen Mal verkaufen. Bis heute stiegen die Verkaufszahlen auf rund 10 Millionen Einheiten an. Sowohl Kritiker als auch Spieler liebten den zweiten Teil. Und bis heute ist er für den Großteil der Spieler der beste der Reihe. Die zwei größten Kritikpunkte an dem Spiel waren der langsame Einstieg und das etwas zu einfache Kampf-Gameplay. Gelobt wurde hingegen, wie realistisch Ubisoft das Florenz des 15. Jahrhunderts dargestellt hat. Wie auch im ersten Teil war es den Entwicklern wichtig, historisch so korrekt wie möglich zu sein. Ab und an brach man jedoch mit der wahren Geschichte, um ein besseres Spielerlebnis zu schaffen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Flugmaschine von Leonardo da Vinci. An der arbeitete er zwar auch in echt, fertigstellen konnte er sie aber nie. Der größte Kritikpunkt an Assassin's Creed 2 hatte witzigerweise nicht mal etwas mit dem Spiel an sich zu tun, sondern mit der Kopierschutzmaßnahme, die Ubisoft für die PC-Version verwendete. Assassin's Creed 2 war nämlich eines der ersten Spiele, bei denen Ubisoft dafür sorgte, dass das Spiel an ein Benutzerkonto geknüpft sein musste, was den Wiederverkauf von gebrauchten Spielen stark erschwerte. Das andere Problem war, dass eine durchgängige Internetverbindung vorhanden sein musste, während man Assassin's Creed 2 spielte. Sogar Mitarbeiter der US-Streitkräfte kritisierten Ubisoft für diesen Schritt, da Soldaten in Kriegsgebieten in ihrer Freizeit meistens keine dauerhafte Internetverbindung hatten. Kurz nach Release wurden die Ubisoft-Server dazu auch noch Opfer einer DDoS-Attacke, wodurch zahlreiche Spieler ihr bezahltes Spiel nicht spielen konnten. Trotz der Probleme und dem Shitstorm wollte Ubisoft nicht einlenken. Erst im Dezember 2010 erschien ein Patch, wodurch nur noch beim Starten des Spiels eine Internetverbindung notwendig war. 2012 entfernte Ubisoft den Online-Zwang dann endgültig. Bevor das Spiel im November auf den Markt kam, veröffentlichte Ubisoft noch einen Kurzfilm mit dem Namen Lineage. Diesen teilte man aber in drei Kapitel auf. Der erste Teil wurde im Oktober 2009 und die beiden letzten Teile im November veröffentlicht. Die drei Teile haben gemeinsam eine ungefähre Länge von 30 Minuten und erzählen die Vorgeschichte von Assassin's Creed 2. In der Handlung wird gezeigt, wie Giovanni Auditore, der Vater von Ezio, die Borgia und ihre Anhänger jagt, da diese die Assassinen auslöschen wollen. Giovanni scheitert jedoch an Rodrigo Borgia und wird von ihm verletzt. Seit diesem Tag wird er von den Borgia gejagt. Ihr Feind ist näher, als ich dachte. Der alles entscheidende Kampf steht unmittelbar bevor. Jeder Mensch ist sterblich. Jedes Leben geht zu Ende. Aber
Bestimmte Dinge werden sich nie ändern. Wir sind die Auditore di Firenze. Und wir sind Assassinen. Neben Assassin's Creed 2 veröffentlichte Ubisoft im Jahr 2009 parallel noch das Spiel Assassin's Creed 2 Discovery. Angekündigt wurde es im September 2009 von Steve Jobs, da es sich um ein Spiel für den Nintendo DS und das iPhone handele. Das Spiel beginnt im Jahr 1491 und erzählt damit eine Geschichte, die während der Handlung von Assassin's Creed 2 spielt. Discovery spielt zu großen Teilen in Spanien und Ezio hilft Christoph Kolumbus, während er versucht, Verbündete der Borgia auszuschalten. Assassin's Creed 2 Discovery kam relativ gut an und beseitigte viele Fehler, die Assassin's Creed Altair's Chronicles hatte, das ebenfalls für den Nintendo DS auf den Markt kam. Entwickelt wurde das Spiel aber nicht direkt von Ubisoft, sondern von Kryptonite Games. Die waren auch schon für den PSP-Ableger Bloodlines zuständig. Ezio Auditore wurde zum Gesicht von Assassin's Creed und ist einer, wenn nicht sogar der bekannteste Charakter, den Ubisoft jemals erschaffen hat. Es fiel den Entwicklern also nicht schwer, für den nächsten Teil an ihm festzuhalten. Nach dem riesigen Erfolg von Assassin's Creed 2 brauchte Ubisoft nicht lange, um grünes Licht für einen Nachfolger zu geben. Die Entwickler wussten auch sofort, wie es weitergehen soll. Denn mit Assassin's Creed 2, dessen Story im Jahr 1499 endete, fing die Geschichte rund um Ezio und die Borgia erst richtig an. Für die Geschichte bedeutete das, dass Ezio eine Charakterentwicklung durchmachen musste. In seinem ersten Spiel war Ezio ein junger, sprunghafter Mann, der von seinen Rachegefühlen geleitet wurde und erst in die Rolle als Meisterassassine hineinfinden musste. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Oh, Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. In Assassin's Creed Brotherhood ist Ezio bereits ein Meisterassassine, der eine Gilde anführen und neue Mitglieder um sich scharren muss. Bevor das Spiel angekündigt wurde, kam durch einen Leak im Mai 2010 der Titel an die Öffentlichkeit, da ein GameStop-Mitarbeiter Bilder der Vorbestellerbox veröffentlichte. Mit der Idee, eine eigene Bruderschaft zu gründen und aufzubauen, kündigte Ubisoft Assassin's Creed Brotherhood auf der E3 2010 offiziell an. Diese Idee kam bei der Ankündigung bei dem Großteil der Spieler ziemlich gut an. Was bei manch einem aber für Verwirrung sorgte, war, dass der neue Teil nicht Assassin's Creed 3, sondern den Zusatz Brotherhood bekam. Wie sich aber schnell herausstellte, bedeutete der Untertitel nicht, dass dieser Teil weniger umfangreich werden sollte. Die Entwickler erklärten, dass Assassin's Creed Brotherhood diesen Namen bekommen hat, weil eine Nummerierung angedeutet hätte, dass man wieder einen neuen Assassinen spielt. Dass man direkt die Geschichte von Ezio fortsetzte, bedeutete für die Entwickler von Ubisoft Montreal aber auch, dass man keine Verschnaufspause hatte. Direkt nach der Arbeit an Assassin's Creed 2 begann man mit der Entwicklung von Brotherhood. Was gleich zu Beginn beschlossen wurde, war, dass man im Nachfolger ganz Rom nachstellen will, damit der Spieler das Rom der Renaissance erkunden kann. Was man im Vergleich zum Vorgänger verbessern wollte, war die KI und das Gameplay, das man auch noch mit neuen Funktionen erweitern wollte. Dafür verbesserte Ubisoft erneut die Unreal Engine. Ebenfalls weiterentwickelt wurde das Upgrade-System, das in Assassin's Creed 2 eingeführt wurde. Konnte man im Vorgänger nur die Villa Monteriggioni verbessern, war es in Brotherhood möglich, Teile von Rom wieder aufzubauen und zu verbessern. Da die Arbeit an all diesen Dingen ziemlich viel Zeit erforderte, wurde Ubisoft Montreal von mehreren internen Studios von Ubisoft unterstützt. Dabei handelte es sich um die Studios Ubisoft Annecy, Ubisoft Singapur, Ubisoft Bukarest und Ubisoft Quebec. Das Studio Ubisoft Annecy, das seinen Sitz in Frankreich hat, war vor allem für den Multiplayer-Modus zuständig. Denn Assassin's Creed Brotherhood sollte das erste Spiel der Reihe sein, das einen Multiplayer-Modus bekam. Ubisoft Annecy wurde mit dieser Aufgabe betraut, da die auch schon einen Multiplayer-Modus für Splinter Cell Chaos Fury entwickelt hatten. Das erklärt auch, warum sich der Multiplayer-Modus der beiden Spiele vom Grundprinzip ziemlich ähnelt. Wie man sieht, sollte Assassin's Creed Brotherhood trotz dessen, dass es einen Untertitel und keine Zahl bekam, kein Lückenfüller sein, sondern ein vollständiges Spiel werden. Da Ubisoft verhindern wollte, dass sich der Multiplayer-Modus wie ein Fremdkörper anfühlt, wurde dieser mit der Story verknüpft. Denn in der Hintergrundstory des Multiplayers spielte man genau genommen Mitarbeiter von Abstergo, die durch den Animus und dem Sicker-Effekt ausgebildet werden. In Assassin's Creed 2 kam Desmond bei seiner Flucht von Abstergo an eben jenen Mitarbeitern vorbei. Der Multiplayer war zwar kein Meilenstein der Videospielgeschichte, bot aber einen originellen Zeitvertreib. Nice. Neben all diesen Neuerungen verlor Assassin's Creed aber auch etwas. Allerdings im Hintergrund. Der Schöpfer der Assassin's Creed-Reihe, Patrice Desilets, war nur zu Beginn an der Entwicklung beteiligt.
da er danach eine kreative Pause einlegen wollte. Doch es blieb nicht nur bei einer Pause. Patrice Désilets kehrte nie zu Ubisoft zurück, da er ein Angebot von THQ bekam. THQ. Einer der Gründe dürfte sein, dass Ubisoft die Assassin's Creed Marke nicht aufgeben wollte. Der Plan von Désilets sah aber eigentlich vor, die Assassin's Creed Reihe nach Assassin's Creed 3 zu beenden. Die Arbeit an Assassin's Creed 3 begann aber direkt nach Assassin's Creed 2 und wurde an andere Entwickler übergeben. Patrice Désilets fühlte sich wohl übergangen, da er nicht mehr alleine für die Reihe zuständig war, und verließ daraufhin Ubisoft. Patrice Désilets war nicht der einzige Ubisoft-Entwickler, der von THQ abgeworben wurde. Das führte sogar so weit, dass Ubisoft einen Rechtsstreit mit THQ begann, um zu verhindern, dass noch mehr Mitarbeiter abgeworben werden. Assassin's Creed Brotherhood war übrigens für noch jemanden das letzte Spiel der Reihe. Und zwar für Kristen Bell. Die Schauspielerin sprach den Charakter Lucy Stillman, die am Ende des Spiels getötet wird. Assassin's Creed Brotherhood ist bis heute das letzte Spiel, an dem die Hollywood-Schauspielerin beteiligt war. Obwohl eingefleischte Fans sich fragten, wie es ohne Désilets im Hintergrund wohl weitergehen würde, war zumindest Assassin's Creed Brotherhood ein voller Erfolg. Als Assassin's Creed Brotherhood im November 2010 auf den Markt kam, war es zwar nicht so innovativ wie der Vorgänger, konnte aber trotzdem mit sinnvollen Neuerungen Kritiker und Spieler begeistern. Auch die Story konnte wieder überzeugen. In der Gegenwart-Story flüchten Desmond und sein Team in die Villa Montericone, wo sie versuchen, mehr darüber herauszufinden, was es mit dem bevorstehenden Weltuntergang zu tun hat. In der Handlung rund um Ezio erleben wir, wie der Assassine wieder ein Familienmitglied verliert und versucht, die Borgia, die Rom übernommen haben, endlich zu stürzen. Der große Erfolg von Assassin's Creed Brotherhood bestätigte Ubisoft in ihrem Bestreben, von nun an jedes Jahr ein neues Assassin's Creed zu veröffentlichen. Während der Entwicklung von Brotherhood wurden wichtige Handlungspunkte und Charakterbögen für die Zukunft geplant. Der nächste Teil mit dem Namen Assassin's Creed Revelations entstand durch ein anderes Spiel. Ubisoft plante ein Nintendo 3DS-Spiel mit dem Namen Assassin's Creed Lost Legacy. Im Handheld-Ableger wäre man mit Ezio in Konstantinopel und in Masyaf unterwegs gewesen, um die Ursprünge des Ordens zu entdecken. Die Entwicklung von Lost Legacy wurde aber abgebrochen und die Ideen wurden für Assassin's Creed Revelations verwendet. Mit Assassin's Creed Revelations wollte Ubisoft die Geschichten von Altair und Ezio verknüpfen und zu einem Abschluss bringen. Anders als im abgebrochenen Lost Legacy sollte die Handlung aber größtenteils in Konstantinopel spielen. In Lost Legacy war die Stadt nur als kurzer Aufenthalt geplant. In Assassin's Creed Revelations treibt Ezio das Verlangen an, die Ursprünge des Assassinenordens zu ergründen. Obwohl er in diesem Teil schon 52 Jahre alt ist, ist er immer noch so agil wie früher. Auch wenn das Alter sich schon bemerkbar macht, das erkennt man zum Beispiel, wenn er wie früher von Hausdächern springt und nicht kurz keucht, sondern stöhnt und ächzt. Dem Spieler und Ezio wird also schnell klar, das Leben als Assassinen neigt sich dem Ende zu. Was gleich zu Beginn bekannt gegeben wurde, war, dass die Geschichte von Desmond danach noch weitergehen wird und nur Ezio und Altair ihren letzten Auftritt haben. Der Creative Director von Revelations, Alexandre Amancio, erklärte in einem Interview, dass es einen guten Grund gab, warum man in diesem Teil den Ursprung des Assassinenordens näher beleuchten wollte. Man befürchtete nämlich, dass das schnelle Wachstum des Assassin's Creed-Universums durch seine eigene Mythologie und durch Logiklücken zusammenbricht. Also wollte man mit Revelations einen Grundstein für das Universum festlegen. Dass man Konstantinopel als Haupthandlungspunkt wählte, hatte vor allem zwei Gründe. Zum einen war Konstantinopel im frühen 16. Jahrhundert der Knotenpunkt für den Handel zwischen Europa und Asien. Eine so wichtige Stadt bot das perfekte Setting für ein Assassin's Creed-Spiel. Der zweite Grund war die Geografie der Stadt. Durch das abschüssige Terrain ergaben sich neue Gameplay-Möglichkeiten. Darunter zum Beispiel die Seilbahnen, an denen Ezio mit seiner neuen Hakenklinge schnell große Strecken zurücklegen konnte. Diese Idee übernahm das Studio NSC für den Multiplayer-Modus des Spiels. Denn auch Assassin's Creed Revelations wurde wieder von mehreren Studios parallel entwickelt. Ubisoft verbesserte in Revelations die Unreal Engine noch weiter, und auch wenn Innovationen in diesem Teil ausbleiben, verfeinern die Entwickler die bereits bekannten Mechaniken, wodurch Revelations ein rundum sehr gutes Spiel ist. Kritik kam intern während der Entwicklung auf, nachdem der Synchronsprecher Nolan Nerf, der die Rolle von Desmond übernahm, forderte, dass Ubisoft dieselbe Motion Capture Technologie verwenden sollte, wie zum Beispiel Naughty Dog. Diesen Vergleich zog er, da er die Arbeit bei Naughty Dog gut kannte, da er ebenfalls die Stimme von Nathan Drake in Uncharted ist. Der Unterschied ist, dass bei Naughty Dog die Stimme und das Motion Capture gleichzeitig aufgenommen wurde. Bei Ubisoft jedoch wurden die Sprachaufnahmen von den Synchronsprechern übernommen und die Motion Capture Aufnahmen extra von anderen Schauspielern. Nolan North sagte zwar, dass die Schauspieler einen hervorragenden Job gemacht haben, durch die Trennung aber immer Potenzial liegen gelassen wird. Davon ist aber erstmal genug. Vielleicht mache ich in Zukunft mal eine ähnliche Videoreihe zu Uncharted, schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Jetzt geht's aber mal weiter.
Assassin's Creed Revelations war der erste Teil der Reihe, an dem Patrice Desilets nicht mehr mitgewirkt hat. Und auch wenn viele Spieler der Meinung waren, dass es nicht viel Neues im Vergleich zu den Vorgängern gibt, die meisten waren sich einig, dass der Handlungsbogen von Altair und Ezio zufriedenstellend abgeschlossen wurde, als das Spiel im November 2011 auf den Markt kam. Der Meinung schließe ich mich übrigens an. Vor allem die Szene, in der Ezio auf Altairs leblosen Körper trifft, gehört inszenatorisch für mich zum Besten, was ich in Videospielen gesehen habe. Genau genommen war Revelations aber nicht der Abschluss für Ezio. Denn mit Assassin's Creed Embers bekam er einen eigenen animierten Kurzfilm, in dem man seine letzten Tage miterleben darf. Und auch heute noch bekomme ich beim Ende feuchte Augen. Als ich noch jung war, hatte ich Freiheit, doch sah ich sie nicht. Ich hatte Zeit, doch verstand ich sie nicht. Und ich hatte Liebe, doch ich fühlte sie nicht. Es vergingen 30 Jahre, bis ich diese drei Dinge begreifen konnte. Und nun, in der Dämmerung meines Lebens, ist dieses Verstehen zur Zufriedenheit geworden. Mit diesen Worten verabschiedet sich der wohl legendärste aller Assassinen. Doch damit war Assassin's Creed noch lange nicht am Ende. Assassin's Creed 3 stand kurz bevor und sollte mit Desmond Miles den nächsten Charakter in den Ruhestand schicken. Doch wie? Nach der Arbeit an Assassin's Creed 2 wurde das Entwicklerteam in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe entwickelte die Ezio-Trilogie weiter und die zweite Gruppe war für Assassin's Creed 3 zuständig. Die zwei Ziele der Entwickler von Assassin's Creed 3 war es, einen Einstiegspunkt für Neuansteiger zu schaffen und die Unreal Engine auf ein neues Level zu heben. Creative Director für Assassin's Creed 3 war Alex Hutchinson, der in einem Interview näher darauf einging, was man mit Assassin's Creed 3 erreichen wollte. Zum einen wollte man das Fundament der Vorgänger beibehalten, was die Stealth- und Kampfmechaniken angeht. Gleichzeitig wollte man aber auch etwas Neues schaffen, das sich von den Vorgängern unterscheiden soll. Durch diese Ziele entstand ein neuer Hauptcharakter und ein Setting, in dem der Spieler miterlebt, wie die amerikanische Demokratie zwischen 1753 und 1783 entsteht. Für den faszinierenden und komplexen Hintergrund der amerikanischen Revolution wollte man einen ebenso vielschichtigen Protagonisten. Alex Hutchinson erklärte, dass es Überlegungen gab, einen weiblichen Hauptcharakter einzuführen. Man entschied sich aber dagegen, weil die Entwickler der Meinung waren, dass sich eine Heldin in einer männerdominierten Zeit für die Spieler nicht glaubwürdig anfühlen würde. Dass Ubisoft lieber einen Mann als Hauptcharakter vermarkten wollte, hatte mit der Entscheidung bestimmt nichts zu tun. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Mit Connor Kenway hat Ubisoft einen Charakter erschaffen, der als Halbindianer und Halbengländer weder auf der Seite der Rotröcke noch auf Seiten der Kolonialisten steht. Damit, dass der Protagonist zwischen beiden Fronten steht, wollten die Entwickler erreichen, dass der Spieler sich schwer dabei tut, zu entscheiden, welcher der beiden Seiten im Recht ist. Connor unterschied sich stark von seinem Vorgänger Ezio, der sich als charmanter, gesprächiger Italiener in die Herzen der Spieler kämpfte. Connor war ein eher zurückhaltender, stiller Charakter, dessen Persönlichkeit von der Ungerechtigkeit seinem Volk gegenüber geprägt wurde. Ezio kämpfte für die Assassinen, weil er an ihre Ideen glaubte. Connor hingegen agierte als Freiheitskämpfer, dessen Schicksal und Ziele eher zufällig mit dem des Assassinenordens zusammenfielen. Was? Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Ezio und Connor unterschieden sich aber nicht nur charakterlich sehr stark, sondern auch in ihren Bewegungen. Ezios Bewegungen beim Klettern und Kämpfen wirkten elegant und graziös. Connors Bewegungen hingegen waren eher rau und schroff. Daraus resultierte ein anderer Kampfstil im Vergleich zu Ezio. Für Connors Charakter wurden exklusiv 1000 Animationen erstellt, die durch die verbesserte Unreal Engine sehr realistisch wirkten. Durch die verbesserte Engine war es nur noch möglich, auf Bäume und Klippen zu klettern, was bei den großen Gebieten, in denen es nur Wälder gab, auch notwendig war. Mit den Jahreszeiten sorgte Ubisoft nämlich dafür, dass man in verschneiten Wäldern nur sehr langsam vorankam, wenn man nicht den Weg über die Bäume wählte. Durch die verbesserte Engine und die Möglichkeiten, die sie bot, wollten die Entwickler auch ein Jagdsystem ins Spiel bringen. Die größte Inspirationsquelle für die Entwickler war dabei das Spiel Red Dead Redemption von 2010, das von Rockstar entwickelt wurde. Unglaublich aber war, vor 10 Jahren hat Rockstar wirklich noch neue Spiele veröffentlicht und nicht nur ein und dasselbe Spiel immer und immer wieder veröffentlicht. Ja, ich meine dich, GTA 5. Viele Spieler hielten das Jagdsystem aber für überflüssig und mit dem System von Red Dead Redemption konnte Assassin's Creed 3 nicht mithalten. Ein anderes Feature, das in diesem Teil eingeführt wurde, konnte die Spieler mehr begeistern. Die Seekämpfe, die in Assassin's Creed 3 eingeführt wurden, waren hier zwar noch eine kleine Nebenbeschäftigung, sollten aber im nächsten Teil weiterentwickelt werden und zu einem der besten Teile der Reihe führen. Bei der Ankündigung im Jahr 2012 auf der E3 zeigte Ubisoft in einem Cinematic Trailer die Schlacht um Bunker Hill.
Laut Ubisoft sollte die neue Unreal Engine es nämlich ermöglichen, über 2000 NPCs gleichzeitig darzustellen. Die Entwickler merkten aber schnell, dass die Hardware der Konsolen das nicht stemmen kann. Im Spiel selbst war die Schlacht also doch nicht so eindrucksvoll, wie Ubisoft es eigentlich versprochen hatte. Dennoch sah Assassin's Creed 3 bei seinem Release im Oktober 2012 wirklich hervorragend aus. Und auch gameplay-technisch konnte das Spiel überzeugen. Einen großen Schritt machten die Charaktermodelle, was daran lag, dass Ubisoft hier zum ersten Mal die Sprachaufnahmen und Motion-Capture-Aufnahmen gleichzeitig machte. Das verlangte der Synchronsprecher Nolan Nerf ja ursprünglich schon für Assassin's Creed Revelations. Ebenfalls wichtig war den Entwicklern wieder, dass sich das Spiel authentisch anfühlte und so historisch korrekt wie möglich ist. Aus diesem Grund wurden für die Rollen der Ureinwohner extra echte Ureinwohner gecastet, die die Mohawk-Sprache beherrschten. Assassin's Creed 3 bekam von Ubisoft so hohe finanzielle Mittel wie kein Ubisoft-Spiel zuvor. Und dieses Risiko zahlte sich aus. Innerhalb von nur einem Monat verkaufte sich das Spiel über 7 Millionen Mal. Das hing auch damit zusammen, dass Ubisoft viel Geld in die Marketingkampagne steckte, die aber von manchen stark kritisiert wurde. Ubisoft wurde beschuldigt, beim Marketing amerikanische Propaganda zu begünstigen und die Rotröcke als grundsätzlich böse darzustellen. Beim Release wurde diese Befürchtung aber nicht wahr, da sich die meisten einig waren, dass die Darstellung fair und ausgewogen ist. Bei Fans hatte Assassin's Creed 3 nach der Ezio-Trilogie aber einen schweren Stand. Viele hielten Connor für einen langweiligen Charakter im Vergleich zum charismatischen Ezio. Und das Setting während der amerikanischen Revolution war für viele Spieler nicht wirklich passend für ein Assassin's Creed. Ich muss zugeben, dass es mittlerweile etwas zu lange her ist, dass ich den Teil gespielt habe, als dass ich eine Meinung dazu abgeben kann. Aktuell spiele ich aber wieder alle Teile der Reihe in meinen Livestreams, weil ich noch ein paar Videos dazu machen will, also mal schauen, ob die Kritik damals gerechtfertigt war. Eine große Änderung kam auf die Musik von Assassin's Creed zu. Seit dem ersten Teil bis Assassin's Creed Revelations war Jasper Kidd dafür zuständig, die Musik für die Spieler zu schreiben. Wie zum Beispiel der mittlerweile legendäre Soundtrack Ezio's Family, der gerade im Hintergrund läuft. Dieses Lied wird bis heute in Assassin's Creed Spielen verwendet. Die Musik für Assassin's Creed 3 schrieb Lorne Balf, der mit Jasper Kidd schon am Vorgänger Revelations gearbeitet hat. Nie wieder hatte die Reihe über mehrere Teile denselben Komponisten. Jasper Kidd kehrte erst für Assassin's Creed Valhalla wieder zurück, um die Musik für das Wikinger-Abenteuer zu schreiben. Assassin's Creed 3 war das große Finale für den Handlungsstrang von Desmond. Wirklich gut kam das Ende seiner Geschichte, in dem Desmond sein Leben opfert, bei den Spielern aber nicht an. Eigentlich sollte das Ende von Assassin's Creed 3 die Reihe komplett beenden, zumindest wenn es nach Patrice Désilets geht. Der Schöpfer der Reihe verließ Ubisoft aber während der Arbeit an Assassin's Creed Brotherhood. Das Ende, das sich Désilets für seine Reihe vorstellte, unterscheidet sich stark von dem in Assassin's Creed 3. Die Geschichte hätte ihr Ende in der Gegenwart gefunden. Desmond hätte Abstergo mit seinem Wissen aus dem Leben von Altair, Ezio und Connor besiegt. Im Jahr 2012 wäre die Erde untergegangen. Damit die Menschheit überlebt, wäre Desmond zusammen mit Lucy Stillman in ein Raumschiff gestiegen und zu einer anderen Welt geflogen, wo die beiden sozusagen zur Neuauflage von Adam und Eva geworden wären. Der ehemalige Creative Director Patrice Désilets verriet gegenüber Eurogamer, dass diese Geschichte auch der Grund für Lucys Namen ist. Lucy ist der Name eines weiblichen Fossils des Australopithecus afarensis. Fragt lieber nicht, wie viele Aufnahmen ich gebraucht habe, um dieses Wort auszusprechen. Diese Art ist quasi die Vorstufe des heutigen Homo sapiens. Der Name sollte also darauf anspielen, dass Lucy die Vorfahrin für die nächste Evolutionsstufe ist. Dieses Ende haben wir aber nie zu Gesicht bekommen, da Ubisoft mit der Assassin's Creed-Reihe noch lange nicht fertig war. Nachdem die Ezio-Trilogie nämlich vorbei war, war Assassin's Creed 3 der Beginn einer neuen Saga. Diese Saga wurde bekannt als Kenway-Saga. Am selben Tag, an dem Assassin's Creed 3 auf den Markt kam, veröffentlichte Ubisoft das Spiel Assassin's Creed Liberation für die PS Vita, dessen Handlung parallel zu der von Assassin's Creed 3 spielt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise hatte dieser Teil einen weiblichen Hauptcharakter, in Form von Evelyn de Grandbray. Das Spiel bekam mittlerweile ein Remake mit dem Namen Liberation HD, um es auch für andere Plattformen zu verkaufen. In der Handlung ist Liberation ein Unterhaltungsprodukt von Abstergo, um den Leuten das Leben einer Meuchelmörderin näher zu bringen. Während des Spiels wird der Spieler von einer Hackergruppe darüber informiert, dass Abstergo die wahre Geschichte stark zensiert hat und hilft dem Spieler dabei, die wahre Geschichte zu erfahren. Wie auch schon in Assassin's Creed 3 wird in der Animus-Geschichte eine Story erzählt, in der sich innerhalb einer Familie sowohl Assassinen als auch Templer befinden, was zu einigen blutigen Konsequenzen führt. Ubisoft steckte durchaus viel Arbeit in das Spiel.
Denn obwohl Liberation die gleiche Engine verwendete wie Assassin's Creed 3 und viele Animationen 1:1 übernahm, wurden für Evelyn Dutzende exklusive Animationen erstellt. Insgesamt kam das Spiel aber eher mittelmäßig an und konnte mit den Hauptspielen der Reihe nicht mithalten. Nach dem Ende von Desmond kam ein Wendepunkt für die Assassin's Creed Serie. Der nächste Teil der Reihe sollte zeigen, ob die Reihe auch ohne einer Gegenwartsstory im Mittelpunkt erfolgreich sein kann. Dieser Teil sollte zu einem der besten der Reihe werden. Natürlich. Während der Entwicklung von Assassin's Creed 3 wurde ein Teil der Entwickler von dem Spiel abgezogen, um den Teil nach Assassin's Creed 3 zu entwickeln. Der Leiter des Teams und Game Director für Black Flag war dieser Typ hier, Ashraf Ismail. Später war er noch für Assassin's Creed Origins und Valhalla zuständig, bis er 2020 gefeuert wurde, da er seine Macht, die er bei Ubisoft hatte, ausnutzte, um weibliche Angestellte und Fans ins Bett zu bekommen. Und das, obwohl er verheiratet war. Damit war er einer von vielen hohen Angestellten, die Ubisoft feuerte, nachdem vor ein paar Jahren diverse Anschuldigungen und Skandale öffentlich wurden. Damit ist Ubisoft aber nicht allein. Viele der großen Videospielfirmen haben ähnliche Probleme. In Assassin's Creed 3 spielte man den Charakter Connor Kenway. Doch bevor Spieler ihn kennenlernten, war man mit seinem Vater, dem Templer Heffen Kenway, unterwegs. Dessen Abstammung war die Grundlage für die Geschichte in Assassin's Creed Black Flag. Anders als bei der Ezio-Saga, in denen man in allen Teilen denselben Charakter spielte, spielte man in der Kenway-Saga in jedem Teil einen anderen Charakter, die aber alle miteinander verknüpft waren. Nachdem man im dritten Teil Connor und Heffen spielte, führte Black Flag mit Edward Kenway einen neuen Charakter ein, der als Großvater von Connor und Vater von Heffen die Vorgeschichte zum dritten Teil erzählte. Assassin's Creed 4 Black Flag kam im Oktober 2013 auf den Markt. Die Handlung beginnt im Jahr 1715 während des goldenen Zeitalters der Piraterie. Zum ersten Mal in der Assassin's Creed Reihe ging man mit einem neuen Teil wieder weiter zurück in der Geschichte. Bisher führten neue Teile die Reihe immer näher zur Gegenwart. In dieser Zeit der Piraten, die ihre Beute entweder für Alkohol ausgegeben oder getötet wurden, spielte man den Charakter Edward Kenway, der die ungestüme, rücksichtslose Art eines Piraten von Herzen verkörperte. In Armut aufgewachsen war sein Charakter geprägt von Gier und Egoismus, der ihn in die Karibik trieb. Im Vergleich zum Vorgänger, in dem man Connor spielte, der von Gerechtigkeit getrieben war, war Edward eine schöne Abwechslung, der sich auch durch seine Redseligkeit und seinem charmanten Auftreten von Connor unterschied. Ubisoft schaffte es, zu vermeiden, das Zeitalter der Piraten zu romantisieren, anders als viele andere Piratenabenteuer. Hast du was verloren? Hä? Tintenfisch? Der Game Director des Spiels, Ashraf Ismail, erklärte in einem Interview, dass man mit Black Flag eine HBO-Version des goldenen Piratenzeitalters erzählen wollte. Für diejenigen, die es nicht wissen, HBO ist der TV-Sender, der zum Beispiel die Serie Game of Thrones erschaffen hat. Ihr wisst schon, die Serie mit dem Typen hier, der eine Bratwurst isst, nachdem diesem Typen hier seine Bratwurst abgeschnitten wurde. Man muss Game of Thrones einfach lieben. Durch den Charakter Edward Kenway, der einen inneren Konflikt bewältigen muss, da das Glaubensbekenntnis der Assassinen völlige Selbstlosigkeit verlangt, sein Leben als egozentrischer Pirat aber das genaue Gegenteil bildet, führt zu einer interessanten Charakterentwicklung und einem spannenden Charakterbogen. Die Gegenwartsstory war in Black Flag zwar weiterhin vorhanden, verlor im Vergleich zu den Vorgängern aber an Wichtigkeit. In der Gegenwartsstory war es von nun an für Animus-Nutzer nicht notwendig, mit der Person, dessen Erinnerung man erlebt, verwandt zu sein. In der Gegenwart spielt man einen namenlosen Charakter, der gerade seinen ersten Tag als neuer Angestellter bei Abstergo hat. Dass der von den Templern geführte Megakonzern nicht nur Gutes im Sinn hat, wird relativ schnell klar, nachdem die Assassinen mit dem Charakter Kontakt aufnehmen. Für Assassin's Creed 4 Black Flag entschieden die Entwickler, dass man die Seekämpfe, die im dritten Teil nur ein kleines Feature waren, weiterentwickeln und zu einem der Hauptgameplay-Punkte machen will. Neben dem eigenen Schiff mit dem Namen Jackdaw war die Erkundung der Spielwelt der zweite große Hauptpunkt. Aus der Idee der Schiffskämpfe sollte Ubisoft Singapur eine Multiplayer-Erweiterung entwickeln. Das wurde aber nichts. Stattdessen entstand Skull and Bones, das aktuell bei Ubisoft Singapur entwickelt wird und seit langer Zeit in der Entwicklungshölle feststeckt. Mit den Schiffskämpfen und der wunderschönen Open World schuf Ubisoft eines oder vielleicht sogar das beste Piratenspiel aller Zeiten. Großen Einfluss darauf, wie die Welt designt werden soll, hatte laut Ashraf Ismail das Spiel Far Cry 3, das als eines der besten Ubisoft-Spiele gilt. Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert.
Einige der Far Cry 3 Entwickler unterstützten die Entwicklung von Black Flag, um ein Wettersystem zu erschaffen, um die Navigation des Schiffs über die lange Spielzeit interessant zu halten. Was den Entwicklern ebenfalls wie üblich wichtig war, war, dass man historisch so korrekt wie möglich ist. Zu diesem Zweck finanzierte Ubisoft die Ausgrabung der Leiche des Piraten Amaro Pargo, um ihn möglicherweise ins Spiel zu bringen und dabei sein Gesicht so genau wie möglich nachzubilden. Am Ende kam der Charakter im Spiel aber nicht vor. Viele der Geschichten des Piraten, die man während der Recherche aber entdeckte, wurden verwendet, um das Spiel so real wie möglich zu machen. Assassin's Creed 4 Black Flag war der erste Teil der Reihe, der zusätzlich zur Nummerierung einen Untertitel bekam. Laut den Entwicklern wurde diese Entscheidung getroffen, damit man das Piratenabenteuer klar vom Rest der Serie trennen kann. Bei seinem Release im Oktober 2013 überzeugte Assassin's Creed 4 Black Flag sowohl Spieler als auch Kritiker. Und bis 2020 wurden über 15 Millionen Einheiten des Spiels verkauft. Es kam aber auch Kritik auf, da einige Fans der Reihe zwar zustimmten, dass Black Flag ein unterhaltsames Spiel ist, gleichzeitig aber die Frage aufwarfen, warum dieses Piratenspiel eigentlich ein Assassin's Creed Logo bekam. Über die Jahre verbesserte die Grundlage von Assassin's Creed langsam, was auch daran lag, dass mittlerweile schon der vierte Game Director für die Reihe zuständig war. Außerdem fragten sich die Spieler langsam, ob es wirklich notwendig war, jedes Jahr ein neues Assassin's Creed zu veröffentlichen. Kritik bekam Ubisoft auch von der Tierschutzorganisation PETA, die sich darüber beschwerte, dass man in Black Flag Wale jagen kann. PETA beschuldigte Ubisoft, damit den Walfang zu verherrlichen. Ubisoft antwortete zwar sogar darauf, man muss aber sagen, dass sich PETA bei den meisten Spielern eher lächerlich gemacht hat. Wenn es darum geht, welche Videospiele PETA schon kritisiert hat, könnte man fast schon ein eigenes Video machen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Im selben Jahr, einige Monate nach Assassin's Creed Black Flag, veröffentlichte Ubisoft das Spiel Assassin's Creed Pirates vom Studio Ubisoft Paris. Wie man an der Spielergrafik wohl schon erkennen kann, handelte es sich dabei um ein Mobile Game für Android und iOS. Der Fokus des Spiels lag auf den Schiffskämpfen und darauf, sein Schiff zu verbessern. Die Handlung des Spiels dreht sich um den Piraten Alonso Padilla, der auf der Suche nach dem Schatz des Piraten Labus ist. Das Mobile-Game kam ganz okay an, war aber kein richtiges Assassin's Creed, wie es manche wohl erwartet hatten. Da die Reihe finanziell nicht nachließ, dachte Ubisoft gar nicht darüber nach, die Veröffentlichungstermine zu überdenken. Ubisoft Montreal begann bereits mit der Entwicklung für das nächste Assassin's Creed, das das erste Next-Gen-Spiel der Reihe werden sollte. Assassin's Creed Unity sollte aber in einer Katastrophe enden und die Reihe Assassin's Creed für immer verändern. Neben Assassin's Creed Unity, das nur für die Next-Gen-Konsolen erschien, wollte Ubisoft aber auch noch die alten Konsolen bedienen. Dann ist es nicht schlimm. Nein. Nein, ist es nicht. Für diese Aufgabe wählte man das Studio Ubisoft Sofia in Bulgarien aus. Dieses Spiel sollte Assassin's Creed Rogue werden, das erste Spiel der Hauptreihe, das nicht von Ubisoft Montreal entwickelt wurde. Mit diesem Teil wagte Ubisoft etwas Neues, denn zum ersten und bisher letzten Mal spielt man in der Story einen Templer. Gleichzeitig war dieses Spiel das Ende der Kenway-Saga und schlug in der Handlung eine Brücke zu Assassin's Creed Unity. Das Ziel der Entwickler war es, den Templerorden seinen bösen Anstrich zu nehmen, den sie über die letzten Teile bekommen hatten. Man wollte zeigen, dass der Kampf zwischen Assassinen und Templern kein Kampf zwischen Gut und Böse ist, sondern ein Kampf, der durch verschiedene Ansichten entstand und keine Seite grundsätzlich gut oder böse ist. Mal wieder kurz meine Meinung. Gerade diese Graustufen, dass es eben kein Gut oder Böse gibt, war für mich immer eine der größten Stärken von Assassin's Creed, die leider über die letzten Teile verloren gegangen ist. Der Charakter Shay Patrick Cormack sollte dafür zuständig sein, den Spieler darauf aufmerksam zu machen, dass die Assassinen ebenfalls nicht frei von Fehlern sind. Als ehemaliger Assassiner, der zu den Templern überläuft, nachdem er sieht, wie viele Opfer die Assassinen in Kauf nehmen, ist sein Ziel, den Assassinenorden auszulöschen, und als Spieler sorgt man dafür, dass Shay den kolonialen Assassinenorden in Amerika so gut wie auslöscht, um am Ende die Story für Assassin's Creed Unity einzuläuten. Die Handlung spielt dabei zwischen Assassin's Creed Black Flag und Assassin's Creed 3, wodurch einige bekannte Charaktere auftauchen. Dass man einen Templer spielt und nun die Assassinen als Gegner hat, sorgte dafür, dass Ubisoft Sofia einige Anpassungen im Gameplay vornehmen musste. Der Spieler bekam verschiedenste Templerwaffen zur Verfügung gestellt. Gerade Fernkampfwaffen wurden in diesem Teil wichtiger, weil die Entwickler dem Spieler mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellen wollten, das Ziel zu erreichen. Ebenfalls viel Arbeit floss in die KI des Spiels, damit den Assassinen als Gegner völlig neue Angriffe für NPCs entwickelt werden mussten. Im November 2014 kam Assassin's Creed Rogue auf den Markt und wurde eher gemischt aufgenommen. Man findet sowohl sehr gute Wertungen als auch Reviews, die von Mittelmaß sprechen.
Assassin's Creed Rogue wurde aber besser aufgenommen als der Teil, der parallel für die Next-Gen-Versionen veröffentlicht wurde. Assassin's Creed Unity war nämlich geplagt von Bugs und Fehlern, die das Spiel beinahe unspielbar machten. Die Entwickler von Ubisoft Montreal entschieden sich dafür, für Assassin's Creed Unity die Französische Revolution als Setting zu wählen. Die Französische Revolution wurde schon seit Assassin's Creed 2 immer wieder als möglicher Setting von Fans und Videospielpresse vermutet. Der Ursprung von Unity wurde dabei wirklich schon während der Ezio-Trilogie gelegt. Nach der Veröffentlichung von Assassin's Creed Brotherhood im Jahr 2010 schlugen einige Produzenten der Reihe die Französische Revolution als Setting für ein Assassin's Creed-Spiel vor. Der französische Publisher Ubisoft mochte die Idee eines französischen Settings. Wahrscheinlich, weil man der Welt wohl zeigen wollte, dass Frankreich mehr zu bieten hat als Camembert und Croissants. Kurzer Funfact, den ich als Österreicher hier übrigens mal erwähnen will: Der Ursprung des Croissants kommt aus Österreich und nicht aus Frankreich. Nehmt das, ihr Eiffelturm, an, Peter. Nach diesem sinnlosen Fakt aber wieder zurück zu Unity. Als verantwortlichen Game Director wählte Ubisoft Alex Amancio aus. Der war zu diesem Zeitpunkt aber noch mit Assassin's Creed Revelations beschäftigt, für das er ebenfalls als Game Director tätig war. In einem Interview erzählte er, dass die Entwicklung beider Spiele extrem unterschiedlich war. Die Entwicklung von Assassin's Creed Revelations musste man in circa einem Jahr abschließen, und das, obwohl der Großteil des Teams aus Leuten bestand, die noch kein Assassin's Creed Spiel entwickelt hatten. Für Assassin's Creed Unity hatte man aber um einiges länger Zeit. Ganze 3 Jahre wurde an dem ersten Next-Gen-Spiel der Assassin's Creed-Reihe gearbeitet. Noch dazu bestand das Entwicklerteam aus Assassin's Creed-Veteranen und man wurde von 9 anderen Studios unterstützt. Da fragt man sich echt, wie sowas dabei rauskommen konnte. Nach Assassin's Creed Brotherhood begann ein Kernteam aus Entwicklern damit, eine Next-Gen-Version der Unreal Engine zu entwickeln. Man überarbeitete die Engine zu großen Teilen, um eine neue Missionsstruktur einzuführen, die in vielen Nebenmissionen verwendet wurde. Ebenfalls überarbeitet wurde das Navigationssystem, um den Spielern mit Symbolen den Weg zu weisen. Die Engine wurde auch überarbeitet, um Koop-Missionen zu ermöglichen, die in Unity eingeführt wurden. Die größte Neuerung, mit der Ubisoft auch am meisten werben sollte, waren die enormen Menschenmengen, die die neue Engine ermöglichte. Ich muss zugeben, dass ich die Menge an NPCs selbst heute noch beeindruckend finde. Und das Spiel ist mittlerweile über 8 Jahre alt. Das Klettersystem wurde ebenfalls weiter verfeinert, um dem Spieler mehr Kontrolle zu geben. Eine Neuerung stach aber besonders hervor. In der Assassin's Creed-Reihe, in der es darum geht, unauffällig zu sein, war es hier zum ersten Mal möglich, per Knopfdruck zu schleichen. Wow, hatte nur ganze 7 Teile gedauert. Assassin's Creed Unity sollte viele Dinge überarbeiten und laut Alex Amancio sollte es so etwas wie die Blaupause für alle zukünftigen Teile der Reihe werden. Es sollte aber anders kommen. Bevor wir weiter über Assassin's Creed Unity reden, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt geht's aber weiter. Als Assassin's Creed Unity im November 2014 für die neue Konsolengeneration veröffentlicht wurde, brach ein Shitstorm über Ubisoft herein. Der hatte mehrere Gründe. Der größte davon war der katastrophale Zustand des Spiels. Unity war geplagt von Fehlern und Bugs, wodurch es vielen Spielern nicht mal möglich war, das Spiel abzuschließen. Bug-Compilations des Spiels verbreiteten sich innerhalb weniger Tage nach Release zu Tausenden auf YouTube und anderen Internetseiten. Der Druck auf Ubisoft wurde so groß, dass man sich gezwungen sah, als Entschuldigung das erste DLC allen Spielern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich bekamen diejenigen, die den Season Pass gekauft hatten, eines von 6 Ubisoft-Spielen gratis. Wenn eine Firma, die auf Gewinn aus ist, so weit ist, etwas gratis herzugeben, kann man erkennen, dass die Kacke wohl echt am Dampfen war. Das ist ja ein Riesenhaufen Scheiße. Ubisoft bestätigte einige Monate später selbst, dass man dem Entwicklerteam mehr Zeit hätte geben müssen. Zu wenig, zu spät. Eigenen Aussagen der Entwickler zufolge habe man sich selbst übernommen und wollte zu nahe an der Sonne fliegen. Dass man zu nahe an der Sonne fliegen wollte und Hitze abbekommen hat, würde auch erklären, warum manche Charaktere weniger Gesichtszüge haben als die weggeschmolzenen Gesichter der Nazis in Indiana Jones.
Als hätte das nicht schon gereicht, wurde auch noch Kritik laut, nachdem einige Interviews der Entwickler veröffentlicht wurden, in denen sie erzählen, dass man für den Koop-Modus ursprünglich weibliche Assassinen ins Spiel bringen wollte, man den Entwicklungsaufwand für neue Animationen aber nicht in Kauf nehmen wollte. Andere Entwickler der Branche sagten dazu, dass dies aber nur 1-3 Tage Arbeit gewesen wäre. So that was a fucking lie. Alex Amancio zog seine Aussage daraufhin zurück und sagte, dass er zwar die Bedenken wegen der Repräsentation weiblicher Figuren verstehen könne, es aber keinen Sinn gehabt hätte, extra weibliche Figuren ins Spiel zu bringen, da sowieso ein jeder Spieler in Koop-Missionen sich selbst als Arno sehen würde. Als 2020 einige Angestellte von Ubisoft wegen Fehlverhalten weiblichen Angestellten gegenüber gefeuert wurden, erschien ein Bericht des Videospieljournalisten Jason Schreier, in dem erklärt wird, dass viele dieser leitenden Angestellten dafür verantwortlich waren, dass es in Assassin's Creed selten weibliche Hauptfiguren gab. Da viele von ihnen der Meinung waren, dass sich weibliche Hauptfiguren nicht gut verkaufen. Das dürfte Lara Croft wohl niemand gesagt haben, wenn ich mir die Verkaufszahlen von Tomb Raider so ansehe. Auch wenn Unity für das Fehlen weiblicher Figuren kritisiert wurde, gab es in der Handlung mit Elise de la Serre einen weiblichen Charakter, der für die Geschichte enorm wichtig war. Dass dem Protagonisten Arno Dorian Elise an die Seite gestellt wurde, hatte den Grund, dass Ubisoft eine erwachsene Liebesgeschichte erzählen wollte. Elise. You cheated. You took too long. I love you. Die Beziehung zwischen den beiden war für die Entwickler ein wichtiger Punkt, den man nicht zu einer Nebengeschichte machen wollte. Aus diesem Grund brachte man in der Handlung die beiden so oft als möglich zusammen. Das war aufgrund der technischen Einschränkungen aber gar nicht so einfach, denn Elise durfte Arno nicht so häufig begleiten. Immerhin wollte man keine extra Animationen für eine weibliche Figur entwickeln. Siehst du, sie mögen sich. Nein. Wie es mittlerweile für den Protagonisten eines Assassin's Creed Spiels üblich war, hatte auch Arno damit zu kämpfen, dass er ein Familienmitglied verloren hat. Das war aber noch nicht tragisch genug. Also wurde nach seinem Vater auch noch sein Stiefvater getötet. Zugegeben, allzu einfallsreich war Ubisoft jetzt nicht unbedingt. Auch der Rest der Story war nicht unbedingt überraschend, konnte über die Spielzeit aber gut unterhalten. Was auch daran lag, dass man mit Arno einen draufgängerischen Charakter erschaffen hat, bei dem Ubisoft versucht hat, einen ähnlichen Charakter wie Ezio zu schaffen, auch wenn er mit dem charmanten Italiener von nebenan nicht mithalten konnte. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Eine Gegenwartsstory gab es übrigens auch wieder. Wie zuvor in Black Flag war die aber eher nur ein nettes Beiwerk und ist nicht weiter erwähnenswert. Neben all diesen Kritikpunkten will ich aber erwähnen, dass auch in Unity wieder sehr viel Arbeit in die Darstellung der Welt floss, um das Paris des 18. Jahrhunderts glaubwürdig darzustellen. Gerade bekannte Wahrzeichen wurden extrem detailliert dargestellt. Allein an Notre Dame arbeitete Carolyn Muse 2 Jahre, um sie fertigzustellen. Die Arbeit zahlte sich aber aus. Notre Dame wurde so detailliert für das Spiel nachgebaut, dass die Version von Notre Dame aus dem Spiel verwendet wurde, um die Kirche nach dem Brand aus dem Jahr 2019 wieder aufzubauen. Einer der wenigen Dinge, die nicht exakt übereinstimmen, sind die Malereien im Inneren der Kirche, da Ubisoft diese aus Lizenzgründen nicht 1:1 ins Spiel übernehmen durfte. Ursprünglich sollte Unity, wie vorhin erwähnt, der Grundstein dafür sein, wie die Reihe in Zukunft werden soll. Durch den katastrophalen Release und den schlechten Wertungen kam es aber anders und die Assassin's Creed-Reihe sollte sich für immer verändern. Unity ging als schlecht bewertetster Teil der Reihe in die Geschichte ein. Obwohl zu dieser Zeit schon einige Spieler hinterfragten, ob ein jährlicher Release notwendig ist, war der finanzielle Erfolg noch vorhanden. Obwohl in diesem Jahr mit Unity und Rogue sogar 2 Spiele erschienen, waren die Verkaufszahlen sehr zufriedenstellend. Here comes the money. Here we go, money talks. Here comes the money. Die Katastrophe, die Unity war, musste ein Spiel ausbaden, was eigentlich gar nichts dafür konnte. Dieses Spiel war Assassin's Creed Syndicate, doch dazu kommen wir später. Denn bevor Syndicate erschien, startete Ubisoft eine neue Assassin's Creed Trilogie, deren erster Teil im Jahr 2016 auf den Markt kam. Diese Trilogie ist die Assassin's Creed Chronicles Trilogie, die mit den Teilen China, Indien und Russland ein ganz neues Genre bediente. Die Chronicles-Reihe war ein Spin-off zur Hauptreihe, das nicht direkt von Ubisoft, sondern von den Climax Studios entwickelt wurde. Statt den typischen Action-Open-World-Spielen war die Chronicles-Reihe ein 2,5D-Jump'n'Run-Plattformer, der neue Protagonisten und Schauplätze bot,
Die drei Spiele sind die einzigen der Assassin's Creed-Reihe, die nicht mit der Unreal Engine entwickelt wurden, sondern mit der Unreal Engine 3 von Epic Games. Viel findet man zur Entwicklung der drei Spiele leider nicht und auch was Verkaufszahlen angeht, konnte ich leider nichts finden. Die Reihe kam bei den Spielern aber eher gemischt an und konnte nicht wirklich begeistern. Das Entwicklerstudio Climax Studios, das das Spiel entwickelte, wurde im Jahr 2021 übrigens von den Keyword Studios aufgekauft und arbeitete zum Beispiel an dem PlayStation-exklusiven Returnal mit. Das nächste Assassin's Creed mit dem Namen Syndicate sollte das letzte klassischere Assassin's Creed werden, bevor sich die Reihe weiterentwickelte. Doch Assassin's Creed Syndicate erschien 2015 und zeigte Ubisoft durch schwache Verkaufszahlen, dass die Spieler Unity nicht einfach vergessen würden. Die Arbeit an dem Spiel begann 2012, wurde aber nicht von Ubisoft Montreal, sondern von Ubisoft Quebec entwickelt. Nach dem gescheiterten Unity arbeitete Montreal nämlich an einem neuen Teil, der in Ägypten spielen und die Reihe auffrischen sollte. Das Entwicklerstudio im kanadischen Quebec wurde schon 2005 gegründet, war aber immer eher ein Supportstudio für größere Entwicklerstudios von Ubisoft. Nachdem das Studio in Quebec bei Spielen wie Assassin's Creed Brotherhood als Nebenstudio mitarbeitete, investierte Ubisoft einige Millionen Dollar, um daraus ein eigenständiges großes Entwicklerstudio zu machen. I wanna feel like it's raining on me, okay? Mittlerweile hat das Studio über 500 Mitarbeiter, zumindest war das der Stand im Jahr 2020. Da die Arbeitsverhältnisse bei Ubisoft aber wohl ziemlich beschissen sind, laufen denen aktuell die Mitarbeiter weg. Gut möglich also, dass die Zahl mittlerweile unter 500 Mitarbeiter gefallen ist. Auch wenn der Ubisoft-CEO natürlich immer wieder betont, dass sich die Arbeitsverhältnisse verbessert hätten. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Mit der Hilfe von 9 anderen Entwicklerstudios entwickelte Ubisoft Quebec ein Spiel im viktorianischen London des 18. Jahrhunderts. Durch die industrielle Revolution, die dadurch hervorsticht, dass immer mehr dampfbetriebene Maschinen erfunden wurden, was zu immer größeren Fabriken führte, war ein interessantes Setting für ein Assassin's Creed Spiel. Den Background der industriellen Revolution verwendete auch die Story als sinnvollen Hintergrund. Dadurch, dass durch die Fabriken immer mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden, wanderten immer mehr Leute vom Land in die Stadt ab, was zu einer Überbevölkerung und der Bildung von Slums führte. Diesen Umstand nutzt in der Story der Templerorden aus, um seine Macht auszuüben. Der verarmte Zustand der Stadt bringt die beiden Assassinenzwillinge Jacob und Evie Fred dazu, die Stadt von den Templern befreien zu wollen. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Vater, du könntest sein Vermächtnis in London fortführen. Auch hier gab es wieder eine Gegenwartstory, die war aber mal wieder ziemlich belanglos. Seit dem Tod von Desmond wusste Ubisoft wohl nicht, was man mit dem Handlungsstrang in der Gegenwart machen soll. Der Name Syndicate entstand dadurch, dass man mit dem Namen auf das Verbrechersyndikat anspielen wollte, das die beiden Zwillinge im Spiel gründeten. Kaylock ist tot! Whitechapel ist nicht länger in der Hand der Blighters! Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen! Wir begrüßen jeden, der sich gegen Starrick und seine Handlanger erhebt! Die Bandenkriege waren ein großer Teil des Spiels, andere Dinge verwarf oder überarbeitete Ubisoft Quebec dafür. Die Idee, dass Assassinen zum Beispiel verborgen ihre Dinge erledigen, verwarf das Studio und begründete das damit, dass es keinen Sinn ergeben würde, im kriminellen Untergrund eine geheime Identität zu haben, wenn man versucht, seine eigene Verbrecherbande bekannter zu machen. Das ergab auch, dass das Spiel weniger darauf setzte zu schleichen, sondern den Spieler eher dazu brachte, die Umgebung zu manipulieren, um unbemerkt zu bleiben. Aus diesem Grund wurde auch das Deckungssystem von Unity überarbeitet. Im Vorgänger klebte man quasi an den Wänden, wenn man in Deckung ging. In Syndicate wurde das Deckungssystem etwas freier und weicher gestaltet. Das Klettersystem wurde ebenfalls weiter verbessert und mit dem Seilwerfer ergänzt, was dazu führte, dass Syndicate, was das Kletter-Gameplay angeht, zu einem der besten Teile wurde. Game Informer ging sogar so weit, es als zweitbestes Assassin's Creed Spiel überhaupt zu bezeichnen. Weiß ich nicht, muss das? Oh nee. Die mit Abstand größte Neuerung war, dass man in Syndicate zwei Protagonisten hatte, zwischen denen man außerhalb von Missionen frei wechseln konnte. Jacob und Evie unterschieden sich durch ihre Persönlichkeit und ihren Kampfstil, was für eine nette Abwechslung sorgte. Grob gesagt war Jacob mehr der mit dem Kopf durch die Wand Typ und Evie war die vorsichtige Strategin. Ich habe Starricks Handlanger getötet. Und was hast du gemacht? Fragen wir doch Henry, sollen wir? Ich habe deine Fehler korrigiert. Überhastet ist nicht schnell genug.
Hör auf, Vater zu zitieren. Das ist Plato. Und es tut mir leid, dass mein Plan nichts enthält, was du zerstören kannst. Vater hatte recht, er hat deine Methoden nie gut geheißen. Vater ist tot! Genug! Die Missionsverteilung war aber nicht gleich, sondern eher auf der Seite von Jacob. Wie sich 2020 bei dem Sexismus-Skandal von Ubisoft herausstellte, sorgten einige hohe Angestellte von Ubisoft dafür, dass die Entwickler ihre Vision nicht umsetzen konnten. Und wohl einige weibliche Figuren weniger Aufmerksamkeit bekamen, als die Entwickler es zu Beginn geplant hatten. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Entwickler es geschafft haben, die Führungsetage vom Jack the Ripper DLC zu überzeugen. Denn in dem spielt man fast nur Evie Frey. Der DLC ist für mich übrigens der beste der ganzen Reihe, da ich ihn unglaublich atmosphärisch finde. Wenn ihr den nicht gespielt habt, holt den DLC auf jeden Fall nach. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Assassin's Creed Syndicate sämtliche Mechaniken verbesserte und ein grundsolides Spiel war. Aufgeblähte Nebenbeschäftigungen wurden etwas zurückgefahren. Und der ein oder andere Nebencharakter blieb durchaus im Kopf. Real existierende Charaktere wie Charles Darwin oder Karl Marx hatte das Spiel nämlich zur Genüge. Die Verkaufszahlen waren aber überraschend niedrig. Und bis 2017 wurden nur 5,5 Millionen Einheiten verkauft. Und das war auf zwei Dinge zurückzuführen. Zum einen hatten die Spieler noch Unity im Kopf, das durch den technischen Zustand nicht gut in Erinnerung blieb. Das ist ja ein Riesenhaufen Scheiße. Zum anderen waren einige Spieler ermüdet vom immer selben Spielprinzip. Immerhin erschien seit 2009 jährlich mindestens ein neues Assassin's Creed Spiel. Ubisoft erkannte jetzt, dass man den jährlichen Release lieber überdenken sollte und gab bekannt, dass 2016 kein neuer Teil auf den Markt kommt. Das war das Ende für den jährlichen Release der Assassin's Creed Reihe. Ich muss aber zugeben, dass ich es durchaus beeindruckend finde, in welch kurzer Zeit es Ubisoft schaffte, einen jährlichen Release einzuführen, der mit Ausnahme von Unity überraschend gut lief. Ubisoft überarbeitete den Entwicklungsprozess nach Syndicate. Anstatt dass ein Studio der Hauptentwickler war und von anderen Studios unterstützt wurde, setzte Ubisoft von nun an auf einen Co-Entwicklungsansatz, um dafür zu sorgen, dass jedes Entwicklerteam für das Endprodukt von Bedeutung ist. Daraus resultierte das Spiel Assassin's Creed Origins, dazu aber später mehr. Im selben Monat wie Syndicate erschien das Spiel Assassin's Creed Identity für iOS und Android. Ich weiß, bei einem Mobile Game denkt ihr wahrscheinlich jetzt: Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Der Vollständigkeit wegen reden wir aber trotzdem kurz darüber. Ursprünglich kam das Spiel bereits 2014 als Beta-Version in Australien und Neuseeland auf den Markt. 2016 folgte dann der vollständige Release weltweit. Entwickelt wurde das Spiel von Ubisoft Bluebyte, einem Entwickler in Düsseldorf. Die kennt man zum Beispiel durch die Anno-Reihe oder wegen der Siedler-Reihe. Das Handygame spielt parallel zu Assassin's Creed Brotherhood. Spielerisch orientierte sich Identity an den Hauptteilen der Reihe, nur auf Smartphone-Niveau heruntergedampft. Für das Video wollte ich mir das Spiel mal herunterladen, aber Ubisoft hat wohl was dagegen, denn 2021 wurde das Spiel von sämtlichen App-Stores entfernt. Ich wollte mir das Spiel jetzt nicht unbedingt von irgendeiner dubiosen Website herunterladen, sonst endet das Ganze noch so. FBI, open up! Selbst kann ich also leider nicht sagen, wie gut das Spiel war. Auf Metacritic hat das Spiel eine ganz okaye Wertung, den Rezensionen nach war das Spiel wohl für ein Handygame recht beeindruckend, am Ende aber wohl nur eine abgespeckte Version von Assassin's Creed. Falls ihr es gespielt habt, schreibt gerne in die Kommentare, wie das Game so war, würde mich persönlich interessieren. Ach ja, und wenn ihr schon zu den Kommentaren runterscrollt, lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr wollt. ...2016 war damit aber noch nicht zu Ende, denn aller guten Dinge sind drei. Hier sind fünf undenkbare Alternativen. Jede wird schreckliches Elend herbeiführen. Ich nenne die Nummer drei. Wollen Sie es nicht vorher lesen? Die Homic World, um zu lenken, nicht um zu denken. Nummer drei. Das trifft wohl auch auf Assassin's Creed zu, denn neben Syndicate und Identity erschien im Dezember 2016 der Kinofilm zu Assassin's Creed. Wobei aller guten Dinge sind drei nicht wirklich passend ist, denn der Film war leider ziemlich... Du bist scheiße! Aber gehen wir zuerst mal ein paar Jahre zurück, denn schon seit 2011 wurde an einem Kinofilm zu Assassin's Creed gearbeitet. Zu dieser Zeit verhandelte Ubisoft mit dem Filmstudio Sony Pictures, um eine Verfilmung der Reihe auf den Weg zu bringen. 2012 wurden die Verhandlungen aber auf Eis gelegt, da Ubisoft stattdessen plante, den Film selbst zu produzieren, um mehr kreativen Einfluss zu haben. Als Partner kam dadurch New Regency dazu und 20th Century Fox war für den Vertrieb zuständig.
Im selben Jahr wurde auch bekannt, dass der Schauspieler Michael Fassbender die Hauptrolle übernehmen und gleichzeitig als Produzent auftreten soll. Die Dreharbeiten begannen aber erst im Jahr 2015, da während der Entstehung das Drehbuch immer wieder umgeschrieben wurde. Ubisoft stand vor der Herausforderung, eine Geschichte zu schreiben, die diejenigen nicht überfordert, die keines der Spiele gespielt haben. Laut Ubisoft war der Film nicht dazu gedacht, Unmengen Geld einzuspielen, sondern dafür, um für die Spieler zu werben, um eine neue Zielgruppe anzusprechen. Aus diesem Grund wurde mit dem Charakter Callum Lynch ein neuer Charakter erschaffen und auch die Animus-Story in Spanien des 15. Jahrhunderts kam in den Spielen nie vor. Was wollen Sie von mir? Ihre Vergangenheit. Willkommen bei der spanischen Inquisition. Dieser Ansatz kam bei den meisten aber nicht wirklich gut an. Weder Fans der Spiele noch Außenstehende konnten mit dem Film etwas anfangen. Die meisten Kritiken lassen sich darauf herunterbrechen, dass der Film zu langweilig war. Alle Probleme des Films aufzuzählen würde aber ein eigenes Video benötigen. Also will ich hier mal was Positives erwähnen. Ich persönlich mochte die Idee des Films, wie der Animus dargestellt wurde, da der Sicker-Effekt so mehr Sinn macht. Neben den sehr gut gefilmten Parkour-Einlagen ist das aber leider das einzig Positive an dem Film. Am Ende kostete der Film 125 Millionen Dollar und spielte nur ca. 240 Millionen Dollar ein. Wenn man dazu noch die Werbekosten des Films mit einberechnet, wird geschätzt, dass der Film ca. 100 Millionen Dollar Minus gemacht hat. Aufgrund des finanziellen Flops wurden die ursprünglich geplanten Fortsetzungen gestrichen, was auch daran lag, dass Fox 2017 von Disney aufgekauft wurde und der Mickey Mouse Konzern kein Interesse an einer Fortsetzung hatte. Schreibt gerne. Nach dem Syndicate mit 5,5 Millionen verkauften Einheiten, die Erwartungen von Ubisoft nicht erfüllen konnte, entschied der französische Publisher, dass man die Reihe überarbeiten muss. Der Führungsriege von Ubisoft war klar, dass Spieler nicht jedes Jahr das immer gleiche Spiel kaufen würden. Oder? Oder? 2016 war das erste Jahr seit 2009, in dem kein neuer Hauptteil der Reihe erschien. Ubisoft kündigte eine Pause an und versprach, dass das nächste Assassin's Creed etwas Neues zu bieten hat. Viele Spieler hatten daran aber Zweifel und fragten sich natürlich Folgendes. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Ubisoft hatte das Glück, dass man bereits nach Black Flag die Überlegung hatte, die Reihe zu überarbeiten. Einige Mitarbeiter von Ubisoft Montreal wurden nach der Arbeit an Black Flag im Jahr 2013 damit beauftragt, zu überlegen, wie man die Reihe modernisieren könnte. 2015 schlossen sich der Arbeit zahlreiche andere Studios an, um das Spiel Assassin's Creed Origins fertigzustellen. Obwohl man ab diesem Teil bei Ubisoft mit einem Co-Entwicklungsansatz arbeitete, war Ubisoft Montreal das Studio, das die Hauptverantwortung trug. Wie schon bei Black Flag übernahm wieder Ashraf Ismail die Rolle als Creative Director. Zur Erinnerung, das ist der Typ, der 2020 gefeuert wurde, weil er seine Macht ausnutzte, um Frauen ins Bett zu bekommen und das, obwohl er verheiratet war. Ein richtig sympathischer Typ also. Lüge! Lüge, Lüge, Lüge! Mit Assassin's Creed Origins wollten die Entwickler die Anfänge des Assassinenordens näher beleuchten. Dadurch ergab sich, dass man sich dazu entschied, dass das Spiel im alten Ägypten zu Zeiten Kleopatras spielt. Genauer gesagt im Jahr 49 vor Christus. Also über 1000 Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils, der im Jahr 1191 spielte. In Origins wollte man eine sehr persönliche Geschichte über Trauer und Leid erzählen, mit der die Spieler sich identifizieren können, um zu verstehen, wie daraus eine Organisation entstehen konnte, die über tausende Jahre Bestand hat. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt! Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone! Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Dass als Schauplatz das alte Ägypten genommen wurde, hatte den Grund, dass zu der Zeit von Kleopatra ein Kampf der verschiedenen Kulturen begann. Der Einfluss der Griechen und Römer zu der Zeit leitete den Untergang der ägyptischen Mythologie und Kultur ein und war ein Wendepunkt der Geschichte. Das begünstigte die Gründung des Assassinenordens zu dieser Zeit, auch wenn der Orden zu dieser Zeit noch den Namen Die Verborgenen trug. Nachdem in vorherigen Teilen meistens die Eltern oder Zieheltern des Protagonisten sterben mussten, hatte Ubisoft die einfallsreiche Idee, diesmal das Kind des Protagonisten sterben zu lassen. Ubisoft war in dem Punkt also so einfallsreich wie immer. Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Yeah! Oh nein! Nein! Remo! Remo!
Rache ist und bleibt nun mal eine der einfachsten Möglichkeiten, um in Filmen oder Spielen den Antrieb eines Charakters zu erklären. Die Geschichte von Bayek, der den Tod seines Sohnes rächen will, führt den Spieler durch ganz Ägypten und führt schließlich zur Gründung der Assassinen. Dabei hätte es eigentlich völlig anders kommen sollen. Nein, doch. Oh. Gerüchten zufolge war ursprünglich eigentlich geplant, dass Bayek ebenfalls zu Tode kommt und seine Frau Aya der Hauptcharakter des Spiels wird. Und ich entsagte Aya. Ich tötete Aya. Ich bin jetzt die Verborgene, namens Amunet. Einer der Geschäftsführer von Ubisoft, der ebenfalls 2020 gefeuert wurde, war Serge Heskett. Der mischte sich ein und sorgte dafür, dass Bayek der Hauptcharakter des Spiels wurde. Seit Assassin's Creed 3 war er einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass Frauen in der Assassin's Creed-Reihe keine größeren Rollen spielten. Neben der Handlung in der Vergangenheit gab es aber natürlich auch wieder den Handlungsstrang in der Gegenwart. Nachdem in den vorherigen Teilen die Gegenwartsabschnitte vernachlässigt wurden, führte Ubisoft mit Leila Hassan einen neuen Charakter ein, die die Rolle von Desmond übernehmen sollte. Allgemein kam Leila aber bei den Spielern aber weniger gut an als der Rest des Spiels, was wohl auch der Grund dafür sein dürfte, dass Leila in Valhalla am Ende durch einen neuen Charakter ausgetauscht wird. Dazu kommen wir aber später. Trotz der Einmischungen von oben schafften es die Entwickler aber mit Assassin's Creed Origins die Reihe zu überarbeiten und zu verbessern. Eine Neuheit war zum Beispiel, dass es zum ersten Mal verschiedene Schwierigkeitsgrade gab. Laut den Entwicklern sollte dadurch mehr Spieltiefe entstehen. Gleichzeitig wollte man mit einem leichten Schwierigkeitsmodus Spieler begeistern, die eher an der Geschichte und dem Setting interessiert sind. Mehr Spieltiefe war auch der Grund dafür, dass man das Kampfsystem überarbeitete. Durch die Möglichkeit, Schilder zu verwenden und verschiedene Fähigkeiten einzusetzen, wollte Ubisoft dieses Ziel erreichen. Vor allem das hochgelobte Witcher 3 war für die Entwickler wohl eine große Inspirationsquelle. Dadurch bekam die Reihe nämlich einige Rollenspielelemente. Zur Witcher-Reihe will ich übrigens auch mal Videos machen, wenn euch das also interessiert, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Jetzt machen wir aber weiter. Neben dem Gameplay, das zum Beispiel durch das Level-System einen Rollenspielanstrich bekam, veränderte sich aber auch die Open-World-Reihe. Die Entwickler überarbeiteten nämlich die KI. Dadurch hatten NPCs und Tiere einen dynamischen Tagesablauf. Nachts waren manche Tierarten zum Beispiel nur schwer zu finden. Dadurch und durch Kleinigkeiten wie Sandstürme oder Halluzinationen in der Wüste verbesserte sich die Atmosphäre im Vergleich zu den Vorgängern. Die verschiedenen Gebiete der Open World unterschieden sich dazu auch teilweise recht stark, was zu mehr Abwechslung führte. Das war durch den Co-Entwicklungsansatz möglich, den Ubisoft ab diesem Teil anwendete. Jedes Entwicklerstudio war für einen Abschnitt der Open World zuständig. Ubisoft Singapur, das aktuell an Skull and Bones arbeitet, war zum Beispiel für den Südosten der Karte zuständig. Ubisoft Sofia, die Assassin's Creed Rogue entwickelt haben, kümmerten sich um die nordwestlichen Abschnitte. So wurde das ganze Spiel unter den verschiedenen Entwicklerstudios aufgeteilt. Laut Ubisoft hatten die Studios so viel kreativen Freiraum wie möglich, weil man wollte, dass sich die Gebiete unterscheiden. Insgesamt arbeiteten über 1000 Leute an Assassin's Creed Origins, nur 300 davon waren bei Ubisoft Montreal. Neben dem Hauptspiel gab es aber in diesem Teil noch eine große Neuerung, und zwar den Discovery-Modus. Wie die Auswahl der Schwierigkeit war auch dieser Modus vor allem dafür, um Leute anzusprechen, die sich mehr für den geschichtlichen Teil interessieren. Den Modus kann man am besten als interaktive Dokumentation beschreiben, in der man die Welt ohne Kämpfe erkunden kann. Seit diesem Teil ist der Discovery-Modus ein fester Bestandteil der Reihe, den ich persönlich auch wirklich mag. Oh, gut gemacht. Assassin's Creed Origins erschien 2017 und der Discovery-Modus kam einige Monate später im Jahr 2018 auf den Markt. Beim Release ging der Plan von Ubisoft auf, denn von den meisten wurde Assassin's Creed Origins in höchsten Tönen gelobt und als sinnvolle Weiterentwicklung der Reihe angesehen. Die Verkaufszahlen von Origins mit über 10 Millionen verkauften Einheiten sprechen für sich. Auch wenn einige Fans der Reihe, die von Anfang an dabei waren, der Meinung waren, dass sich die Reihe zu sehr von seinem Ursprung entfernt hat. Mit Origins legte Ubisoft auch das Fundament dafür, dass Assassin's Creed eine Art Games-as-a-Service-Spiel wurde. Durch einige DLCs und kostenlosen Erweiterungen wurde das Spiel nämlich Monate hinweg mit neuen Inhalten versorgt. Die beiden Nachfolger Odyssey und Valhalla führten diesen Weg konsequent weiter. Nachdem Origins die Reihe modernisiert hatte, war Odyssey die logische Fortführung, bei dessen Entwicklung Ubisoft Quebec die Führungsrolle übernahm.
Die Entwicklung von Odyssey begann aber noch während Origins in Entwicklung war. Aus diesem Grund waren Ubisoft Montreal und Ubisoft Quebec im ständigen Kontakt, um Informationen weiterzugeben. Trotz der Ähnlichkeiten, die die beiden Spiele haben, fügte Ubisoft Quebec sinnvolle Neuerungen ein, um das Spielerlebnis zu vertiefen. Das Kampfsystem wurde um Spezialfähigkeiten erweitert, um für mehr Abwechslung zu sorgen. Zusätzlich gab es zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, wodurch man die Geschichte beeinflussen konnte. Ursprünglich wollten die Entwickler sogar eine Funktion ins Spiel bringen, um die eigenen Entscheidungen mit anderen Spielern zu vergleichen, wie man es zum Beispiel aus den Telltale-Spielen wie Walking Dead kennt. Diese Idee verwarf man während der Entwicklung aber leider wieder. Eine andere Neuerung war, dass man zu Beginn zwischen zwei verschiedenen Protagonisten wählen konnte, und zwar zwischen den Geschwistern Alexios und Cassandra. Wie sich später herausstellte, war ursprünglich nur Cassandra als Hauptcharakter geplant. Die Führungsriege mischte sich aber wieder mal ein und die Entwickler wurden dazu gedrängt, einen männlichen Charakter als Alternative ins Spiel zu bringen. Cassandras Geschichte ist jedoch die, die Kanon wurde. Umso seltsamer ist es, dass das Marketing in den meisten Trailern mit Alexios warb. Manche Entscheidungsträger bei Ubisoft waren noch immer der Meinung, dass Spiele mit Frauen als Hauptcharakter keinen finanziellen Erfolg haben. Trotz der Einmischungen schafften es die Entwickler aber, eine solide Geschichte zu erzählen, die noch 400 Jahre vor Origin spielte, wodurch die Assassinen hier gar keine Rolle mehr spielten. Außer natürlich in der Gegenwart, in der man noch immer Layla Hassan begleitete, die mit den Assassinen zusammenarbeitete. Ich nehme alles auf, Layla. Durch diese Entdeckung wirst du zu einer Heldin. Siehst du den Stab irgendwo? Die Geschichte der Vergangenheit spielt im antiken Griechenland in den Jahren rund um 430 vor Christus. Für viele Fans der alten Teile entfernte sich Assassin's Creed Odyssey damit endgültig zu sehr von seinen Wurzeln. Zum Beispiel brach man mit der Tradition und fügte mythologische Geschichten wie den Minotaurus in die Open World ein, was für eine Reihe, die bisher versuchte, nahe an der realen Geschichte zu bleiben, einen großen Umschwung bedeutete. Den Discovery-Modus, in dem man das alte Griechenland erkunden kann, um mehr von der Geschichte zu erfahren, gab es aber auch hier trotzdem wieder. Beim Release 2018 kam Odyssey ziemlich gut an, auch wenn das Spiel für einige einfach zu groß war. Eine Kontroverse gab es während dem Release auch wegen der Mikrotransaktionen im Spiel, da einige Booster den Fortschritt im Spiel beschleunigten. Ubisoft wurde vorgeworfen, dass bestimmte Abschnitte im Spiel deshalb die Schwierigkeitskurve stark erhöhen, um den Spieler dazu zu bringen, ein paar extra Euros auszugeben, um das Grinden zu vermeiden. Die Mikrotransaktionen passten in das neue Design von Assassin's Creed. Denn mit Odyssey ging man noch mehr in die Richtung eines Live-Service-Games, das über Monate hinweg kostenlose und kostenpflichtige Inhalte erhalten sollte. Eine Kontroverse gab es später dann noch wegen einem DLC, in dem der Hauptcharakter des Spiels eine heterosexuelle Beziehung mit dem Nachkommen von Darius hat, durch die ein Kind entsteht, das für die Handlung von Bedeutung ist. Denn diejenigen, die einen homosexuellen Charakter spielten, fühlten sich ihrer Wahl beraubt. Offensichtlich war man überrascht darüber, dass man einen Mann und eine Frau braucht, um ein Kind zu zeugen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Jetzt mal Spaß beiseite, allzu lange will ich nicht auf die Kontroverse eingehen, da ich die bis heute ziemlich idiotisch finde. Immerhin ist ein Hauptbestandteil der Reihe, dass Blutsverwandtschaft in der Reihe ziemlich wichtig ist. Das Ganze bestätigt im Grunde nur meiner Meinung, dass Entscheidungen treffen für mich nicht zur Assassin's Creed-Reihe passt. Schreibt aber gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Nach diesem leidigen Thema kommen wir jetzt zu einem anderen tollen Thema. Mobile Games. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. 2018 veröffentlichte Ubisoft das Spiel Assassin's Creed Rebellion für iOS und Android. Entwickelt wurde das Spiel vom kanadischen Entwickler Behavior Interactive, die vor allem Lizenzspiele wie SpongeBob und Kim Possible gemacht haben. Am erwähnenswertesten ist aber das Spiel Wet von 2009, das leider zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Bei Assassin's Creed Rebellion handelt es sich um ein Action-Strategie-RPG, in dem man mit verschiedensten Assassinen der Geschichte eine Bruderschaft aufbaut und verschiedene Missionen erfüllt. Das Spiel bekommt bis heute neue Inhalte und Helden spendiert und läuft für Ubisoft wohl ziemlich erfolgreich. Ich habe das Spiel für das Video mal ein bisschen gespielt und das Ganze wirkt zumindest am Anfang ganz nett. Wie das Spiel nach längerer Zeit ist, kann ich aber leider nicht sagen. Wenn das Spiel zufällig jemand von euch zockt, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel so findet. Nachdem 2017 das Spiel Origins von Ubisoft Montreal auf den Markt kam, hatten die Entwickler aus Kanada keine Verschnaufspause, denn Ubisoft wollte, dass man gleich mit der Arbeit am nächsten Teil beginnt. Okay. Ich gebe hier mein Bestes. Danke, mir wurde das im Genick echt zu heiß.
Denn während in Quebec gerade Assassin's Creed Odyssey fertig entwickelt wurde, begannen die Entwickler in Montreal mit der Arbeit an Assassin's Creed Valhalla, mit der Unterstützung von 14 anderen Entwicklerstudios. Dass sich die Entwickler dazu entschieden, dass der nächste Teil ein Wikinger-Setting haben sollte, hatte den einfachen Grund, dass sich die letzten Jahre Serien und Filme mit Wikinger-Setting in der Popkultur verankert haben. Allen voran natürlich die Serie Vikings, in der man die Geschichte von Ragnar Lothbrok verfolgen kann. Witziger Funfact übrigens, ob es Ragnar Lothbrok wirklich gegeben hat, weiß man bis heute nicht wirklich. Und Historiker streiten sich bis heute darüber. Creative Director von Valhalla war Ashraf Ismail. Nachdem der von Ubisoft wegen seinem Fehlverhalten gekündigt wurde, bleibt das wohl das letzte Assassin's Creed, an dem er mitgearbeitet hat. Ashraf Ismail und einige andere Entwickler erklärten, dass man mit Valhalla eine andere Seite der Wikinger zeigen wollte. Denn vieles, was wir über die Wikinger aus Geschichtsbüchern wissen, stammt aus Quellen der Sachsen. Da die Opfer der Wikinger waren, sind diese Quellen aber natürlich sehr einseitig und zeigen ein brutales und rücksichtsloses Bild der Wikinger. Denn auch wenn die gerne mal brutale Rituale wie den Blutadler angewendet haben, bei denen dem lebendigen Opfern die Lungenflügel rausgerissen wurden, haben sie danach wieder weiter an ihren Siedlungen gearbeitet. So brutal das vielleicht auch klingt, sollte man aber daran denken, dass man bei uns 800 Jahre nach den Wikingern tausende Frauen lebendig verbrannt hat, weil man meinte, es seien Hexen. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Die Wikinger waren also in Wahrheit nicht schlimmer als die anderen. Gerade den Aspekt, dass die Wikinger Siedler waren, wollte Ubisoft im Spiel näher beleuchten. Im fertigen Spiel wurden die Wikinger zwar auch als Plünderer gezeigt, gleichzeitig ging man aber über das Blutvergießen hinaus und ging darauf ein, dass die Wikinger einen Platz auf der Welt suchten, an dem sie sesshaft werden konnten. Valhalla spielt in den Jahren rund um 875 nach Christus und zeigt, welchen Widerständen die Wikinger trotzen mussten, als man sich in England niederlassen wollte. Denn obwohl Britannien zu der Zeit zersplittert war und es viele verschiedene Fraktionen gab, machte man es den Wikingern schwer, Gebiete zu bewohnen. Vor allem Alfred der Große, der zu der Zeit König von Wessex war, hielt den Angriffen der Wikinger stand. Eivor, nimm dich zusammen, solange du mein Gast bist. Meine Stadt ist kein Schlachtfeld. Noch nicht, großer König, aber der Tag wird kommen. Zusätzlich konnten die Spieler auch noch einen kleinen Teil von Norwegen erkunden. In Norwegen begann auch die Geschichte von Valhalla. Der Protagonist, um den sich die Handlung drehte, war der Wikinger Eivor. Ach ja, und Überraschung, seine Eltern wurden getötet. Die Drehbuchautoren von Ubisoft müssen irgendwelche Elternkomplexe haben. Ich bin dein Vater. Nein! Nein! Anders kann ich mir nämlich nicht erklären, warum immer wieder die Eltern des Protagonisten sterben. Wie auch in Odyssey konnte man sich wieder frei entscheiden, ob man einen männlichen oder weiblichen Charakter spielen will. Die Entwickler hatten aber eigentlich geplant, dass der Charakter weiblich ist. Das merkt man auch daran, dass in geschichtlichen Aufzeichnungen der Name Eivor immer ein weiblicher Vorname ist. Führende Mitarbeiter griffen aber wieder mal ein und sorgten dafür, dass es auch einen männlichen Charakter gibt. Interessanterweise wäre es hier sogar gerechtfertigt gewesen, nur einen männlichen Charakter zu schreiben. Denn zum damaligen Zeitpunkt der Entwicklung konnten Historiker noch nicht nachweisen, ob bei den Wikingern auch Frauen als Krieger unterwegs waren. In den letzten Jahren wurden aber immer mehr Beweise dafür gefunden, dass auch Frauen am Schlachtfeld unterwegs waren. Aber jetzt zurück zur Handlung von Assassin's Creed Valhalla. Die Heimat des Protagonisten Eivor ist durch zahlreiche Kämpfe unter den Clans nicht mehr wirklich bewohnbar. Das bringt Eivor und seine Leute dazu, in England Fuß fassen zu wollen. Also nach Englerland! Für Ruhm und Schicksal! Nach Englerland! Nach Englerland! Oder Valhall! In England sind die Wikinger aber nicht wirklich willkommen und der Spieler und Eivor sind nun dafür verantwortlich, für den Wikinger-Clan ein Leben in England zu ermöglichen. Neben der Geschichte in der Vergangenheit wird auch die Story der Gegenwart weitererzählt, die in einem überraschenden Ende den Charakter Desmond in einer neuen Erscheinung zurückbringt. Was, wenn du weiter zurückgehst? Nach 2012, als Desmond die Welt rettete. Desmond? Was, wenn er sie nicht gerettet hätte? Wenn er umgekehrt wäre und die Welt gebrannt hätte? Sieh dir diese Zeitlinien an. Lies sie dir durch. Verstehe. Eine interessante Idee. Zusätzlich wird der Handlungsstrang von Layla beendet, denn nach der Handlung spielt man den Charakter Basim, dessen Geschichte wohl in den nächsten Teilen weitererzählt wird. Was das Gameplay angeht, wollte Ubisoft an den Kritikpunkten der Vorgänger arbeiten. Zum Beispiel führte man in Valhalla wieder eine Funktion ein, in der man seine eigene Siedlung bauen konnte.
die ähnlich funktioniert wie die Siedlung aus Assassin's Creed 3 oder Monteriggioni aus Assassin's Creed 2. Beim Release im Jahr 2020 kam Valhalla bei den Kritikern und Spielern gut an. Gleichzeitig gab es aber auch mehr kritische Stimmen als bei den beiden Vorgängern. Ein Kritikpunkt war zum Beispiel, dass die Assassinen nach dem Vorgänger hier eigentlich wieder relevanter werden sollten, in der Handlung aber eher nur oberflächlich eingebaut wurden. Die neue Erzählstruktur, in der in jedem Gebiet quasi eine Mini-Handlung erzählt wurde, wurde ebenfalls öfter kritisiert und dass Valhalla eine unnötig in die Länge gezogene Spielzeit hat, wurde auch immer öfter kritisiert. Auch die Mikrotransaktionen bekamen wieder mal Kritik ab. Sowohl der Charakter Eivor als auch das Langschiff konnten vom Spieler auf viele Arten designt werden. Vieles davon musste aber durch Echtgeld zusätzlich erworben werden. Dazu kam noch, dass Valhalla zu Beginn einige technische Probleme hatte und nicht wirklich problemlos lief. Oh shit, here we go again. Ubisoft wurde vorgeworfen, dass man mehr Arbeit in die Mikrotransaktionen steckt als in die Fehlerbehebung oder Gameplay-Verbesserungen. Diese Kritik kam vor allem dadurch auf, weil in einem Reddit-Beitrag gezeigt wurde, dass Anfang 2021 9 exklusive Rüstungen im Ingame-Store zu kaufen waren. Das ist deshalb erwähnenswert, weil das Basisspiel ebenfalls nur 9 Rüstungsset im Spiel hatte. Doch auch wenn die kritischen Stimmen etwas lauter wurden, war Valhalla ein großer Erfolg. Valhalla wurde zum meistverkauftesten Teil der Reihe und zum zweitmeistverkauftesten Ubisoft-Spiel überhaupt. Nur Far Cry 5 wurde noch öfter verkauft. Fairerweise muss man aber erwähnen, dass der Release von Valhalla zur Anfangszeit der Corona-Pandemie war, was die Verkaufszahlen positiv beeinflusste. Nach diesem riesigen Erfolg kamen aber schwere Zeiten auf Ubisoft zu. Durch einige Skandale von Mitarbeitern, die ich bei den vorherigen Spielen immer mal wieder erwähnt habe, sind mittlerweile viele Personen, die an Assassin's Creed mitgearbeitet haben, nicht mehr bei Ubisoft tätig. Die Zukunft von Assassin's Creed könnte also durchaus interessant werden. Also schauen wir uns jetzt mal an, was uns die nächsten Jahre erwartet. Als nächstes erwartet uns 2023 mit Assassin's Creed Mirage der nächste Teil der Reihe. Ursprünglich war das Ganze übrigens als DLC für Valhalla geplant, indem man den Charakter Basim spielt. Der DLC wurde aber immer größer, also entschied Ubisoft, dass man daraus ein eigenes Spiel macht. In Mirage wird man den Charakter Basim spielen, den man schon aus dem Vorgänger Valhalla kennt. Allerdings spielt das Ganze ca. 20 Jahre vor dem Wikinger-Abenteuer. Das Ganze ist also quasi ein Prequel. Das lief ja schon bei Star Wars ziemlich gut. Nein. Darin werden wir miterleben, wie aus Basim, der als Straßendieb in Bagdad unterwegs ist, ein Assassiner wird. Das Spiel soll sich wieder mehr an den alten Teilen orientieren und viele der RPG-Elemente rausschmeißen, die seit Origins eingeführt wurden. Auch die Open World soll wieder kompakter werden und eine Spielzeit von ca. 20 bis 30 Stunden bieten. Für mich persönlich ist das Beste, was passieren konnte, denn von den übertrieben großen Open Worlds habe ich mittlerweile genug. Die Handlung in der Gegenwart wird in Mirage übrigens keine wichtige Rolle mehr spielen. Man soll zwar zu Beginn und am Ende kurze Zwischensequenzen haben, aber sobald man in der Vergangenheit ist, wird es keine spielbaren Abschnitte in der Gegenwart mehr geben. Denn die Gegenwartshandlung, die will Ubisoft von nun an in Assassin's Creed Infinity fortführen. Und zu diesem Projekt kommen wir jetzt. Assassin's Creed Infinity soll als Hub für alle zukünftigen Teile dienen. Assassin's Creed Infinity soll eine Online-Plattform werden, über die mehrere Settings miteinander verknüpft werden. Bislang unbestätigte Gerüchte sprechen von einzelnen Spielen, die unterschiedlich aussehen und sich anfühlen, aber verbunden sein werden. Möglicherweise durch eine Art Hub-Welt. Laut Ubisoft wolle man mit Infinity Fans glücklich machen, die zusammenhängende Spiele gefordert hatten. Den genauen Release hat Ubisoft nicht bekannt gegeben. Das Ganze soll aber nicht vor 2024 erscheinen. Wie genau Assassin's Creed Infinity aussehen wird und was genau das Ganze am Ende wird, weiß man bisher noch nicht so wirklich. Die Gegenwartshandlung dürfte in Zukunft aber über Infinity erzählt werden. Das erste Spiel, das im Rahmen von Assassin's Creed Infinity erscheint, ist das Spiel Assassin's Creed Red. Das Spiel wird im feudalen Japan spielen, also ein Setting, das sich Fans schon seit Beginn der Reihe wünschen. Es wird interessant sein zu sehen, wie gut sich Assassin's Creed im Vergleich zu Ghost of Tsushima schlagen wird. Das Sony Exclusive erinnert ja doch recht stark an die Assassinen-Reihe. Viel mehr ist zu dem Spiel aber leider nicht bekannt. Wenn ihr euch wundert, welches Videomaterial hier im Hintergrund läuft, das ist eine Unreal Engine 5 Demo, die von Privatpersonen erstellt wurde, die zeigen soll, wie Assassin's Creed in Japan aussehen könnte. Das Spiel Assassin's Creed Hexe wurde ebenfalls bestätigt, aber auch hier gibt es neben dem Teaser keine genaueren Infos. Aber Hinweise deuten darauf hin, dass man sich hier wohl in Mitteleuropa oder Deutschland aufhalten wird. Ebenfalls bestätigt wurde, dass man an einem Multiplayer-Ableger zu Assassin's Creed arbeitet, der ebenfalls Teil von Assassin's Creed Infinity sein soll. Angeblich hat das Ganze den Namen Invictus und könnte möglicherweise Free-to-Play werden. Zusätzlich wurde noch ein Mobile-Ableger mit dem Namen Jade angekündigt, der uns nach China führt. Hier wird man aber wohl abwarten müssen, wie die Mikrotransaktionen gehandhabt werden.
Denn prinzipiell sieht das Ganze für ein Mobile Game ganz interessant aus. Was schon vor längerer Zeit bestätigt wurde, ist, dass Netflix aktuell an einer Realserie zu Assassin's Creed arbeitet. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn auch Filme und Spin-off-Serien sind geplant. Nach der katastrophalen Resident Evil Serie erwarte ich hier aber eigentlich so gut wie gar nichts. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Man kann also sehen, Ubisoft ist mit Assassin's Creed noch lange nicht fertig und hat für die Zukunft noch viel geplant. Seit 15 Jahren begleitet uns die Assassinen-Reihe jetzt schon und der Erfolg der Reihe hat nicht nachgelassen. Ganz im Gegenteil, denn bis heute hat sich die Reihe insgesamt über 155 Millionen Mal verkauft. Doch die Dinge werden sich verändern, denn viele der Köpfe im Hintergrund sind von nun an nicht mehr beteiligt. Die Reihe wird sich also wohl oder übel verändern. Ob zum Guten oder Schlechten wird sich noch herausstellen müssen. Doch das ist nicht das erste Mal, dass sich die Reihe verändert. Assassin's Creed entwickelte sich von einem Prince of Persia Spin-off zu einem Action-RPG und damit zu einer der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten. Ob der Erfinder der Reihe, Patrice Désilets, das für sein Spiel wollte, kann man allerdings hinterfragen. Das ändert jedoch nichts daran, dass wir in den nächsten Jahren wohl noch viele Assassinen sehen werden. Und das Credo der Assassinen haben wir bestimmt auch nicht zum letzten Mal gehört. Das Credo der Assassinenbruderschaft lehrt uns, dass uns nichts verboten ist. Es ist kein Freibrief. Es geht um etwas Größeres. Wir opfern unser eigenes Leben für die gute Sache. Wenn wir Attentate ausführen, dann töten wir nur jene, die es verdient haben. Die kranken Seelen, die uns kontrollieren wollen. Dies sind die überlieferten Worte unseres Vorfahren. Die Worte, die das Herz unseres Credos ausmachen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Wenn ihr noch da seid, bedanke ich mich dafür, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Die ganze Assassin's Creed-Reihe durchzugehen, dauerte doch länger, als ich ursprünglich dachte. Ich hoffe, dass euch der Rückblick gefallen hat, wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. In den nächsten Wochen starte ich mit meiner Videoreihe zur GTA-Reihe. Ich kann versprechen, dass das Ganze ziemlich interessant wird. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin.